Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Die Vortragsreihe von Christian Köberl, die wir an der Universität Wien für Sie aufzeichnen durften, die findet heute ein Ende mit der 12. Vorlesung. Und zwar wird es um Einschlagskrater gehen. Das ist ja ein hochspannendes Thema. Was kann man da alles herauslesen und lernen? Und einer der Hauptforschungsschwerpunkte auch von Christian. Ich freue mich also selber schon sehr auf diesen Beitrag. Grundsätzlich hätte ich noch ein Anliegen, und zwar bin ich so ein großer Fan dieser Reihen, weil es einfach ganz anders möglich ist, in der Tiefe Themen zu beleuchten. Da ist ganz viel Substanz, weil man einfach die Zeit hat, das mal in Ruhe auszubreiten. Und es würde mich mal interessieren, ich würde Sie bitten, dass Sie vielleicht mal eine Rückmeldung geben, wie Sie das sehen, damit wir auch die Weichen entsprechend stellen können hier bei uns auf dem Kanal und solche Reihen weiter aufsetzen. Das ist ja doch immer mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Und da wollte ich mal wissen, ob das bei Ihnen genauso gut ankommt wie bei mir. Also vielen Dank schon mal für Ihre Rückmeldungen. Aber jetzt erstmal viel Vergnügen mit Einschlagskratern, erklärt von Christian Köberl. So, willkommen zum Grand Finale, der letzte Teil der Vorlesung über planetare Geologie hier in Wien. Das Thema Impact und Impactkrater. Ich habe das deswegen als besonderes Thema hervorgegriffen, weil einerseits Impakte im Sonnensystem eine sehr wichtige geologische, landschaftsbildende Prozessform darstellen. Andererseits aber auch, weil die Themen Impakte weder in Astronomie noch in geowissenschaftlichen Vorlesungen besonders behandelt werden. Und schlussendlich, weil es sich hierbei um eine meiner eigenen Hauptforschungsrichtungen handelt. Ja, Impact. Praktisch jeder Körper im Sonnensystem, der eine feste Oberfläche aufweist, hat irgendeine Form von Impaktkratern an der Oberfläche. Besonders gut sieht man das an unserem Erdmond. Nicht nur sind viele, viele Millionen kleinerer Krater auf den Mondhochländern besonders gut zu sehen, auch in den Mare, sondern auch die großen Mare, dabei handelt es sich um Einschlagsbecken, die vor etwa 3,8 bis 4,2 Milliarden Jahren entstanden sind. Dort, wo der Schatten einfällt, da in den Polargebieten, da sieht man sehr gut diese Kraterbildungen. Krater auf dem Mond wurden zum ersten Mal als solche schon von Galileo Galilei erkannt. Der hat aus dem Schattenwurf verfolgen können, dass es sich nicht um Berge, sondern eben um Vertiefungen, schüsselförmige Vertiefungen handelt. Wie sie entstanden sind, wusste er damals noch nicht. Hier ein weiteres Bild, ein bei sehr niedrigen Sonnenstand aufgenommen, das ist der Krater Timocharis auf dem Mond. Da sieht man nicht nur wunderschön den Kraterrand, sondern auch Auswurfmaterial. Der Mond hat ja keine Atmosphäre, also auch sekundäre Impakte sind hier zu sehen. Dieser Krater ist etwas über 30 Kilometer im Durchmesser. Hier ein anderes Bild der Mondoberfläche, einige Krater, die sehr schöne Zentralberge aufweisen, tiefere Krater hier. Manche Krater, wie die, die hier zu sehen sind, die sind in dem Magma der Mondmare halb ertrunken, zugedeckt schon. Aber viele, viele jüngere Krater liegen oben auf. Hier ein anderes Beispiel eines schönen Kraters auf der Mondoberfläche, der Krater Schubert B. Interessanterweise mit einer Mondlandefähre, das ist der Teil, der wieder zurückkommt. Das war Apollo 16 in dem Fall. Wenn man genau hinsieht, sieht man, dass hier kleine Farbkleckse drinnen sind. Das heißt, das ist ein Farbbild. Aber der Mond selbst ist grau im Hintergrund. Und man sieht hier eigentlich nur verschiedene Grautöne. Was man auch sieht, ist, dass das dieser Krater, dass es da viele kleine Einschläge gibt, die später gekommen sind. Hier zum Beispiel am Kraterrand gibt es kleinere Einschläge, da auch einer. Überall, wo diese ganzen kleinen sich... Der Mond, nachdem der Mond keine Atmosphäre besitzt,
schlagen auch die kleinsten Meteorite mit kosmischer Geschwindigkeit, also mit vielen Kilometern pro Sekunde, auf der Oberfläche auf und machen kleine Einschlagskrater. Hier einer der bekannteren, größeren Krater auf dem Mond, das ist der Krater Copernicus mit ungefähr so knapp 100 Kilometer im Durchmesser, etwa 900 Millionen Jahre alt. Hier der Krater Rand, das ist kein normaler Rand, wie man mit dem Lineal, mit dem Zirkel ziehen würde, sondern hier sieht man auch diese Terrassenstruktur, das ist der Kollaps, in dem dieser Kraterrand dann entstanden ist, und im Inneren sieht man einige Zentralberge. Nicht nur der Mond ist natürlich mit Einschlagskratern übersät, aber hier beispielsweise auch der innerste der erdähnlichen Planeten, der Merkur, ein Fotomosaik von Mariner 10 aus dem Jahr 1974 oder dann später von 2008 von der Messenger-Sonde. Die Sonneneinstrahlung ist hier etwas wie beim Vollmond fast, hier wie beim Halbmond, da sieht man sehr schön diese vielen, vielen Krater, einer über dem anderen. Man sieht auch, dass, wie auch beim Vollmond, sieht man hier beim Merkur diese Strahlenkrater. Das hat damit zu tun, dass die tieferen Schichten, die ausgegraben und ausgeworfen werden, hier etwas helleres Gestein sind als an der Oberfläche. An der Oberfläche verwittert das Gestein durch die Wechselwirkung mit den Strahlungen des Sonnenwindes und den Partikeln des Sonnenwindes mit der Zeit. Also auch hier Krater, Krater, Krater. Sogar auf der Venus, die Venus hat ja eine sehr dichte Atmosphäre, ungefähr 100 Mal dichter als die Erdatmosphäre, ist vollkommen undurchsichtig. Man braucht also Radaraufnahmen. Hier ein Radarbild eines ungefähr 32 Kilometer großen Kraters, Impaktkraters auf der Oberfläche der Venus. Der Kraterrand ist hier zu sehen, und weil diese sehr dichte Atmosphäre der Venus das Auswurfmaterial nicht besonders weit fliegen lässt, also nicht so wie auf dem Mond oder auf dem Merkur, wo es weit fliegt und diese Strahlen auch anzeigt, hier bleibt es relativ in Kraternähe, und das, was wir hier sehen, ist das Auswurfmaterial, denn bei einem Radarbild ist etwas Helleres, ist eine unregelmäßige Oberfläche, da liegen viele Trümmermassen herum, während hier rundherum haben wir eine etwas weniger aufgeregte, also eine flachere Oberfläche. Ein anderer Krater, ungefähr 30 Kilometer Durchmesser auf der Venus, wiederum hier der Kraterrand, hier der Zentralberg, hier übrigens die Schmelzgesteine, die das Innere des Kraters ausfüllen, hier wiederum Auswurfmaterial und sogar Spuren von der Explosion, während der dieser Krater gebildet wurde. Eine Zusammenstellung verschiedener Einschlagskrater auf der Venus wiederum, auch hier alles Radaraufnahmen. Man sieht, dass die kleineren Krater sehr unregelmäßig geformt sind. Das ist deswegen, weil durch diese sehr dichte Atmosphäre kleinere Objekte stark abgebremst werden oder auseinanderbrechen und daher dann nicht mehr mit voller kosmischer Geschwindigkeit auf dem Venusboden aufprallen. Und erst so knapp über 10 Kilometer Kraterdurchmesser haben die Krater dann eine halbwegs normale, kreisähnliche Form. Hier sieht man immer wieder sehr schön Auswurfmaterial, aber auch Schmelzgestein, das das Kraterinnere verfüllt. Also auch auf der Venus gibt es Krater. Zur Erde kommen wir dann später noch. Also wir haben schon gesehen die Venus, wir haben schon gesehen den Mond. Auch auf dem Mars gibt es sehr viele Einschlagskrater. Auf dem Ganymed zum Beispiel, einer der Jupitermonde, gibt es Einschlagskrater. Hier ist die Oberfläche durch sehr viel Eis dominiert, das heißt, die Form und Struktur, die ist etwas flacher dann in so einem Fall. Hier sieht man sehr schön auch Auswurfmaterial, auch auf dem Mars. Zum Mars kommen wir noch genauer. Der Mars zeichnet sich ja nicht nur aus durch tektonische Verwerfungen und verschiedene Vulkane. Nein, es gibt auch, hier sieht man das sehr viele Einschlagskrater in diesen Gebieten hier. Auch hier sehr viele Einschlagskrater zu finden. Kleine Krater auf der Marsoberfläche, hier ein vielleicht ungefähr halb Kilometer großer, einfacher Krater. Einfach heißt, er hat nur eine einfache Schüsselform, Kraterrand, Schüssel. Oder ein etwas größerer Krater, 3 Kilometer im Durchmesser, in der Nähe eines Vulkans. Da ist ein bisschen Lava hineingeflossen in diesen Einschlagskrater. Aber wenn man genau hinsieht übrigens, der Mars hat ja auch eine relativ dünne Atmosphäre, sieht man sogar auf dem Kraterboden hier noch
Einschlagskrater hier auch am Kraterrand, spätere, jüngere Einschlagskrater. Ein Krater, ein älterer Krater am Mars, der wie eine Insel im Strom steht, Hinweise dafür, dass es auf dem Mars mal flüssiges Wasser gegeben hat, aber das ist jetzt hier nicht so der Punkt, sondern hier ist der Punkt, dass wir hier den Krater an sich mit Auswurfmaterial haben, beziehungsweise Material, das durch den Einschlag mobilisiert wurde, vielleicht permafrostreich war und dann sich verhärtet hat und dort jetzt wie diese Insel da im Strom steht. Auf dem Mars wie auch auf dem Mond haben wir durch Raumsondenuntersuchungen auch frische Krater gefunden. Solche, wenn man vergleicht, Bilder der gleichen Gegend vor einigen Jahren und jetzt, auf einmal ist ein Krater hier. Also das ist ein frischer, 400 ungefähr Meter großer Krater, der im Laufe der Beobachtungszeit einer Raumsonde gebildet wurde. Das hat man auf dem Mond gefunden, hat man auf dem Mars gefunden. Anderer interessanter Krater auf dem Mars, diese Kraterstruktur ungefähr 2,5 Kilometer im Durchmesser, im Inneren, das sieht so ähnlich aus, als ob hier vielleicht einmal Wasser drinnen gestanden ist und das ist dann langsam ausgetrocknet und man sieht so etwas Ähnliches wie Sedimente, Seesedimente, die sich da im Inneren gebildet haben. Wir werden es erst dann wissen, wenn wirklich genau vor Ort auch Untersuchungen gemacht werden können. Es sieht aber verdächtig danach aus. Auf dem Mars gibt es auch größere Krater, das geht hin bis zu über 2000 Kilometer großen Impactbecken, Hellas und Argyr beispielsweise, aber auch dieser ungefähr 180 Kilometer große Krater, der heißt Gusev. Einer der Rover ist dort gelandet und hat Untersuchungen gemacht. Warum ist man genau dort gelandet? Weil hier gibt es nämlich einen alten Strom, einen Fluss, der vielleicht hier Sedimente abgelagert hat. Man hat sich gedacht, man findet hier vielleicht irgendetwas Organisches. Bisher hat man allerdings nichts gefunden. Nun, auf unserer Reise durch das Sonnensystem sind wir jetzt im Asteroidengürtel angelangt. Hier zwei Asteroiden, beispielhaft für viele. Mathilde, ein ungefähr 60 Kilometer großer Asteroid. Hier sieht man einen sehr großen Krater und viele, viele kleine Krater. Auch bei Eros, ungefähr 30 Kilometer lang, sieht man einen größeren Krater. Viele kleine Krater, also Spuren davon, dass Kollisionsprozesse, Impactprozesse auch zwischen den Kleinplaneten, die die meisten Impakte auf den Planeten verursachen, aber auch zwischen den Kleinplaneten sehr wichtig sind. Ein weiteres Beispiel, das ist der Asteroid Ida. Der hat einen kleinen Mond, den Dactyl, der ist hier herausvergrößert. Der ist nur ungefähr ein paar Kilometer groß, das ist doch ein größeres Objekt. Und man sieht sogar, dass der kleine Körper, auch der hat Einschlagskrater. Also auch hier, wie gesagt, Kollisionen sehr wichtig. Eine Nahaufnahme noch von Eros, vom NIR-Raumschiff ausgemacht, hier ein größerer Krater. Und man sieht auch, die schon etwas abgerundet sind, die Krater, hier zum Beispiel, hier und hier, die sind älter und manche andere, die haben noch schärfere Kanten, hier oben auch, das sind frischere Krater, also die sind über viele Jahrhundert, Millionen, ja vermutlich sogar Jahrmilliarden entstanden. Wir kommen zu den äußeren Planeten, wir wissen ja bereits, dass die Gas- und Eisriesen, wie der Name auch so schön sagt, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun keine festen Oberflächen aufweisen. Es gibt daher auch keine Einschlagskrater, die beobachtbar wären. Aber die großen Planeten haben natürlich eine Menge Monde. Und hier finden wir tatsächlich viele Spuren von Einschlagskratern. Ganymed, der größte Mond im Sonnensystem, alle diese hellen Punkte da drauf sind Überreste von Einschlägen. Aber sogar diese großen kreisähnlichen Beckenstrukturen, beim Callisto werden wir das dann auch noch sehen. Io ist der einzige derartige galileische Mond, der keine Einschlagskrater hat, weil er vulkanisch so aktiv ist. Und sogar auf Europa mit seiner Eistektonik finden wir einige Einschlagskrater. Hier ein großes Einschlagsbecken auf dem vierten äußersten der vier galileischen Jupitermonde, das Valhalla-Becken hier. Man sieht diese konzentrische Struktur, ein großes Einschlagsbecken. Und man sieht auch viele, viele kleinere Krater überall, also die ganze Oberfläche ist hier mit Kratern nur so übersät. Auf Ganymed gibt es nicht nur normale Krater, sondern man findet auch so seltsame
Kraterketten. Man hat übrigens auch auf dem Erdmond einige wenige davon gefunden. Wir werden dann noch ein bisschen darauf zurückkommen, wo sowas herkommt. Aber das sind wahrscheinlich Bruchstücke eines Körpers, eines Kerns, Kometenkern oder Asteroiden, der durch die Schwerkraft des Jupiter auseinanderbricht und hier einer nach dem anderen bum, 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 bum hintereinander aufgeschlagen ist. Auf Europa mit der Eistektonik ist es viel schwieriger, Einschlagskrater nachzuweisen, aber man hat doch eine gute Anzahl davon auch gefunden. Hier zum Beispiel der Überrest eines Einschlagskraters auf Europa, teilweise verfüllt, weil das eine eisige Oberfläche, Wasser kommt von unten, von dem Ozean Richtung oben, verfüllt den Krater, friert zu. Deswegen sind das sehr flache Strukturen, von denen mit der Zeit dann auch aufgrund der Eisdynamik nicht mehr wahnsinnig viel übrig bleibt. Wenn wir zum nächsten großen Planeten im Sonnensystem weitergehen, das ist der Saturn. Auch der Saturn hat eine Anzahl an Monden, auch hier wieder nur beispielhaft ein paar Bilder davon. Einschlagskrater, sehr viele davon auf der Oberfläche des Mondes Dione oder der Mond Mimas in zwei verschiedenen Bildern gezeigt. Das ist wie das Auge eines Zyklopen, ein großer Krater. Der Mond selbst ist gerade mal ungefähr 400 Kilometer im Durchmesser und dieser große Krater Herschel genannt hat 130 Kilometer im Durchmesser. Man hat geschätzt, wäre dieser Einschlag nur ein bisschen größer gewesen, dann hätte er den Mond vielleicht zerbrochen. So etwas Ähnliches ist vielleicht auch die Quelle der Teilchen der Saturnringe. Bei Kometen ist es schon viel, viel schwieriger. Kometenkerne zeigen kaum Überreste von Einschlägen. Hier der Komet Borelli, auch ein nicht sehr scharfes Bild. Hier der Komet Tempel 1. Hier gibt es zwei solche Einschläge, die vermutlich durch Impact zurückzuführen sind. Die anderen Vertiefungen sind Kollapsstrukturen durch das Verdampfen des Eises. Also mit Ausnahme eigentlich der Kometenkerne, wo Impactkrater selten sind, zeigen eigentlich alle Körper des Sonnensystems, vom Mond zum Merkur, Venus, Mars bis zu den Monden der äußeren Planeten, alle Spuren von Einschlägen. Ja, sogar bei den ganz äußeren Planeten, die bisher besucht wurden, bei Pluto, hat man ein sehr großes Einschlagsbecken nachweisen können. Also Kollisionen, Impakte sind im ganzen Sonnensystem wichtig und bedeutend. Ja, aber wie sieht das auf der Erde aus? Hier ein Luftbild eines der bekanntesten Impaktkrater auf der Erdoberfläche. Das ist Meteor Crater, auch Beringer Crater, in Arizona genannt. Ungefähr 1,2 Kilometer im Durchmesser, ungefähr 250 Meter tief. Ein scharfer Kraterrand. Und dieser Krater, wissen wir heute, ist vor ungefähr größenordnungsmäßig 50.000, 60.000 Jahren entstanden. Also geologisch gesehen rezent. Es hat allerdings sehr, sehr lang gedauert, bis man diese Struktur als Impaktkrater, also durch einen Einschlag eines außerirdischen Körpers verursacht, erkannt hat. Hier muss ich ein bisschen ausgreifen und noch in die Vergangenheit zurückgehen. Ich habe schon erwähnt beim Mond, dass Galilei der Erste war, der Krater als solche auf dem Mond identifiziert hat. Er wusste aber noch nicht, wie die Krater entstanden sind. Und im Laufe des 17. Jahrhunderts kam da und dort ein bisschen Interpretation auf und die meisten Leute haben gemeint, es sind vulkanische Strukturen, weil ähnliche Kalderen, ringförmige Strukturen auch von Italien beispielsweise, von vulkanischen Strukturen bekannt waren. Robert Hooke, der englische Universalgelehrte, hat 1665 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Mikrographia. Darin beschreibt er Experimente, wo er Steine auf frisch gekochte Alabasteroberfläche, also eine heiße Alabasteroberfläche, schmeißt. Und dabei sieht er, dass die entstehenden Vertiefungen, die sehen aus wie Mondkrater, schließt aber, dass das wahrscheinlich doch nicht die Erklärung für die Entstehung der Mondkrater sein kann, denn, so sein Argument,
der Raum zwischen den Planeten ist ja bekanntlich leer. Da muss man sagen, das war 1665 tatsächlich der Stand der Dinge. Der erste Kleinplanet wurde erst 1801 entdeckt. Damals, im 17. Jahrhundert, dachte man noch, Meteorite sind so ähnlich wie Hagelkörner aus der Erdatmosphäre stammend. Erst im 19. Jahrhundert hat sich dieses Bild geändert. Und seit damals weiß man erst, dass Meteorite außerirdische Objekte sind. Das heißt, Hooke hat eine wichtige Beobachtung gemacht, hat sie aber im Lichte der Kenntnis der damaligen Zeit anders interpretiert, ist zu einer anderen Schlussfolgerung gekommen. So ging das weiter. Noch im 19. Jahrhundert haben sehr viele Forscher publiziert über die vulkanische Entstehung von Kratern auf dem Mond. Ein bekanntes Buch aus dem Jahre 1874 von Nasmyth und Carpenter zeigt die Bildung der Zentralberge durch vulkanische Ausregnung. Ein anderer Popularisierer der Wissenschaft damals, Richard Proctor, hat ein Buch veröffentlicht, wo er meint, na, vielleicht sind das doch Einschlagskrater, hat aber keine Beweise auch nachweisen können. Übrigens, ein früher Verfechter der Impact-Hypothese war in Deutschland ein gewisser Franz von Paula Grüthuysen, der in den 1820er Jahren einen Essay dazu veröffentlicht hat. Es hat allerdings nicht geholfen, dass er in seinem Buch über den Mond berichtet hat, dass er mit seinem Teleskop Kühe auf den Weiden des Mondes beobachtet hat. Also die Impact-Hypothese hat dadurch nicht an Glaubwürdigkeit gewonnen. Noch Beginn des 20. Jahrhunderts gab es viele Dispute zwischen Wissenschaftlern, ob es sich um Einschlagskrater, ob überhaupt Einschlagskrater auf dem Mond oder auf der Erde existieren. Und dieser Krater hier, dieser Beringer Krater, spielt eine sehr wichtige Rolle, nämlich bereits Ende des 19. Jahrhunderts wurden in der Gegend rund um diesen Krater, der damals den Namen Coon Butte hatte, das heißt Waschbärenhügel, also offensichtlich gab es dort sehr viele solche Coons, ne? Und die haben dort gewohnt und man hat in der Gegend Meteorite gefunden, Eisenmeteorite. Die hat man aber nicht nach dem Coon Butte benannt, sondern nach diesem kleinen Canyon da hinten, Canyon Diablo heißt der. Und deswegen tragen diese Meteorite jetzt den Namen Canyon Diablo. Wurden aber gefunden rund um diesen Krater. Und der damalige Chefgeologe der US Geological Survey, ein gewisser Groove Carl Gilbert, hatte sich schon dafür interessiert. Und er hat einen Assistenten dorthin geschickt, der sollte untersuchen. Der hat sich die ganze Gegend angeschaut, hat in der Nähe eine ganze Menge vulkanischer Strukturen gefunden, hat zwar hier keine vulkanischen Gesteine gefunden, hat aber gemeint, wahrscheinlich ist das auch eine vulkanische Struktur, weil es gibt ja in der Gegend eine ganze Menge. Und das ist vielleicht, er hat das einen Art Kryptovulkanismus genannt. Es gab vielleicht eine Gasexplosion unterirdisch, die diesen Krater gebildet hat, sie haben aber nicht die Meteorite im Wesentlichen damit in Verbindung gebracht. Daniel Moreau Beringer, ein junger Bergbauingenieur, hat davon gehört, von dieser ganzen Geschichte, und er war sofort überzeugt davon, dass das ein Meteoritenkrater sein muss, dass diese kleinen Meteorite, die da rundherum gefunden wurden, nur ein Teil des ursprünglichen großen Körpers sind, der diesen Krater gebildet hat, und seine Interpretation war, unter dem Kraterboden liegt eine riesige Metallmasse, eine Eisenmasse, und diese Eisenmeteorite haben nicht nur Eisen, sondern auch sehr viel Nickel, aber auch sehr viele andere seltene Elemente, Kobalt, die Platinmetalle, Iridium, Osmium und so weiter. Und seine Meinung war, also er sichert sich jetzt die Landrechte, die Bergbaurechte dieses Gebietes und wird dann schürfen am Boden des Kraters und wird dann diesen großen Rieseneisenmeteoriten ausgraben, wird die Metalle davon verwerten und wird reich werden. Ja, also da war ein richtiger Ansatz drinnen, das mit dem Impact und dass das durch einen Meteoriten verursacht wurde, aber auch leider ein falscher Ansatz, nämlich dass er geglaubt hat, dass unter dem Kraterboden jetzt hier ein riesiger Meteorit war. Das war um 1905 herum, hat er begonnen dort zu arbeiten. Die Spuren seiner Untersuchungen sind noch heute zu sehen. Es gibt da zum Beispiel unten am Kraterboden mehrere Bohrungen, es gibt am Rand Bohrungen, hier von der Seite wurden Bohrungen gemacht. Er hat nämlich
durch die Bohrungen festgestellt. Interessanterweise, man findet ein paar kleine Eisenstückchen, aber die werden nach unten zu weniger und auch das Gestein, das an sich in der Nähe im Kraterboden große Blöcke sind, zerrüttete Blöcke, sogenannte Brekzien, das wird nach unten zu immer weniger. Dann hat er gedacht, na, vielleicht ist der Meteorit irgendwie schief gekommen und liegt da unter dem südlichen Kraterrand. Dann hat er von dort nach runter gebohrt, hat nie etwas gefunden und seine Firma stand mehrmals am Rande des Konkurses. Und was ging hier wirklich vor? Ungefähr auch diese Zeit haben mehrere Forscher, man kann sagen, zumindest dreimal unabhängig voneinander das Rad neu erfunden. Da war einerseits ein junger Astronom aus Estland, Ernst Öppig, der im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts hat er daran gearbeitet. Er hat dann 1916 eine Arbeit veröffentlicht, wo er zeigt, dass wenn ein kleiner Körper mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der Oberfläche aufprallt, dann ist der entstehende Krater viel größer als der aufschlagende Körper. Das war das erste Mal, dass hier die Energetik bei so einem Einschlag berücksichtigt wurde. Das Problem war, dass Öppig, damals ein junger Postdoc, würde man heute sagen, unbekannt war und er hat seine Arbeit in russischer Sprache mit einem französischen Abstract in einem russischen Journal veröffentlicht, das keiner gelesen hat. Knapp danach hat ein gewisser Herbert Ives, ein Physiker, der im Ersten Weltkrieg tätig war, eine Arbeit im Astrophysical Journal veröffentlicht, damals ein neues Journal, wo er versucht hat, eine Analogie zu treffen zwischen explodierenden Granaten im Sandstrand, das hat er im Krieg beobachtet, die eben sehr viel größere Krater verursachen als der Körper, von dem das stammt, und hat das auch energetisch versucht nachzuweisen und hat gemeint, dass das vielleicht die Entstehung der Mondkrater erklären kann. Daraufhin gab es viele, viele andere Gegenpublikationen, unter anderem vom damaligen Direktor des Harvard College Observatory, gewisser William Pickering, der geschrieben hat im Wesentlichen, was der Unsinn soll. Es weiß doch jeder, dass die Krater auf dem Mond vulkanischen Ursprungs sind. Pickering hat übrigens ein Buch veröffentlicht, in dem er die Bilder, Fotos vom Mond so kontrastmäßig überzeichnet hatte, dass das Ganze gleißend weiß war, und er hat das als Gletscher auf der Mondoberfläche interpretiert, hat sogar Schneestürme auf der Mondoberfläche interpretiert. Das fällt ungefähr in dieselbe Kategorie wie Grüthuisens Kühe auf dem Mond, aber immerhin war er Direktor des Harvard College Observatory. Einige Jahre später, nämlich Mitte der 1920er Jahre, hat ein neuseeländischer Astronom namens Algernon Charles Gifford zum dritten Mal praktisch das Gleiche abgeleitet, nämlich dass kleine Objekte, die mit hoher Geschwindigkeit auf eine Oberfläche prallen, einen relativ großen Krater schlagen. Das heißt, man braucht keinen großen Meteoriten, der halb so groß oder auch nur ein Drittel so groß ist, wie der Einschlagskrater. Es reicht ein ganz kleiner Körper. Wenn der eben auf die Oberfläche aufprallt, wird er sofort gestoppt und es wird so viel kinetische Energie frei, dass es zu einer Art gigantischen Explosion kommt, und das macht diesen Krater dann aus. Gifford hat das sauber, er war ein sehr anerkannter älterer Astronom, hat das sauber veröffentlicht in den Mitteilungen des Observatoriums dort von Neuseeland. Das hat den Weg gemacht rund um die Welt, und auch einer der Berater von Barringer hat davon gelesen und er hat versucht, also dem dann schon älteren Barringer vorsichtig beizubringen, dass es vielleicht keinen großen Meteoriten unter dem Kraterboden gibt. Der wollte davon natürlich nicht wirklich etwas hören, weil er ja 15 Jahre seines Lebens mittlerweile schon, mehr sogar 25 Jahre eigentlich seines Lebens schon fast eingesetzt hatte, auf der Suche danach. Das hat ihn aber so mitgenommen, dass er kurze Zeit später, noch nicht einmal 60, an einem Herzinfarkt verstorben ist. Der Krater trägt heute noch den Namen Barringers. Die Familie Barringer
hat noch immer die Landrechte. Mittlerweile schürfen sie nicht mehr nach Meteoriten, sondern nach Touristen. Und hier gibt es ein großes Museum, ein Besucherzentrum, und man zahlt mittlerweile Eintritt, wenn man diesen Krater besuchen möchte. Das ist aber kein rein kommerzielles Unternehmen, sondern die Familie Barringer ist das auch Forschern sehr zugetan, und sie geben immer einen Teil der Einnahmen für Stipendien, vor allem für junge Studenten und Studierende, die an Forschungsprojekten arbeiten oder Tagungen besuchen möchten, stellen sie zur Verfügung viele, viele tausend Dollar jedes Jahr. Also das ist die kurze Geschichte dieses Barringer oder Meteor Crater in Arizona. Gehen wir jetzt wieder ein bisschen zu den planetaren Eigenschaften zurück. Hier ist eben dieser relativ frische, junge Meteor Crater mit einem schönen, scharfen Kraterrand. Hier ein ähnlich großer Krater in Mauretanien. Na, was sieht man? Der Kraterrand ist nicht mehr ganz so scharf, ist schon etwas abgerundet. Das Kraterinnere ist hier mit Sand verfüllt. Das geht sehr schnell so weiter. Hier ein etwas größerer Krater, Roter Kamm in Namibia, gerade noch erkennbar, diese Kraterstruktur. Kaum etwas an Gestein, was da noch herauskommt am Kraterrand. Man muss bohren bereits oder ausgraben rund um den Krater, um hier noch Spuren von Material zu finden, das bei der Kraterbildung entstanden ist. Dieser Krater ist ungefähr 3,5-4 Millionen Jahre alt, also schon kaum noch als solche zu erkennen in der Namibwüste. Ein anderer, etwas jüngerer Krater, aber auch hier sieht man schon Verfüllung durch anderes Material, knapp 1 Kilometer groß, Wolf Creek in Australien. Hier ein wunderschöner Krater, Zwaing, der früher Pretoria Salt Pan geheißen hat, in der Nähe von Pretoria in Südafrika. Ungefähr gleich groß wie der Meteor Crater in Arizona. Und hier ist es schon schwierig zu sehen, wo der Kraterrand eigentlich ist. Dichter Bewuchs, abgerundet, im Inneren verfüllt durch einen Kratersee und Seesedimente. Viele granitische Gesteine rundherum. Viele südafrikanische Geologen haben lange Zeit gedacht, das ist eine vulkanische Struktur, weil man am Kraterrand unter den Graniten auch ein paar vulkanische Gesteine gefunden hat. Die waren aber alle sehr alt, hunderte Millionen Jahre alt. Und erst als Anfang der 90er Jahre hier im Zentrum eine Bohrung niedergebracht wurde, haben Forscher, ich war auch dabei bei dieser Untersuchung, festgestellt, die ersten 100 Meter sind Seesedimente und erst darunter finden sich Gesteine, in denen es Anzeichen dafür gibt, dass es sich hier tatsächlich um einen Einschlagskrater handelt. Hier ein anderes Bild desselben Kraters, da sieht man, der See, der ist mal voller, mal weniger voll, je nach der Jahreszeit. Also ist schon ganz schwierig festzustellen, wo der Kraterrand hier eigentlich ist. Die Shantytowns von Pretoria kommen auch schon gefährlich nahe, und hier von da aus wurde gebohrt in die Tiefe. Hier derselbe Krater, noch einmal mit einem Space Shuttle Foto. Hier ist der Krater zu sehen, hier der kleine See. Also hätte man da nicht gebohrt, hätte man nicht gefunden, dass es sich um einen Einschlagskrater handelt. Hier noch einmal dieser Meteor Crater, der Barringer Crater in Arizona. Das ist dieser Canyon Diablo, der da in Richtung zum Grand Canyon hingeht. Nach dem sind die Meteorite benannt, nicht nach dem Krater, obwohl sie vom Einschlag des Kraters her stammen. Hier ein 3D, so ein schräges Bild, etwas Perspektiv des gleichen Kraters zu sehen. Krater auf der Erdoberfläche, naja, wenn man mal beginnt danach zu suchen, dann findet man doch eine ganze Menge. Hier beispielsweise in Algerien, der Amgit-Krater, auch ein kleiner Krater. Auch wieder ein See drinnen, der in dem Fall Salzablagerungen zurückgelassen hat in der Wüste. Ein bisschen ein größerer Krater, der Lona-Krater in Indien. Hier ist die Stadt Lona, hier ist der Krater Lona. Dieser Krater ist einer der ganz wenigen auf der Erde, der in basaltischem Gestein ist. Das heißt, man könnte das direkt mit Mond oder Mars vergleichen. Auch die diversen Gesteinsveränderungen. Mit einem See verfüllt. Hier findet man Material, das uns auf den Impact hinweist, auch rund um den Krater verstreut. Dieser Krater, hat sich herausgestellt, ist ungefähr eine halbe Million Jahre alt.
Na, und dann werden die Krater schon etwas größer, der ist ungefähr 2 Kilometer im Durchmesser. Das ist der sogenannte BP-Krater. Man kann raten, welche Ölgesellschaft den gefunden hat in den 1960er Jahren. In Libyen ist der eine nicht gerade sehr einfach zugängliche Gegend. Trotzdem ist es uns gelungen, vor ungefähr 20 Jahren dort eine Expedition hinzumachen, festzustellen, dass das also der Kraterrand ist und diese äußere Struktur ist eine Auffaltstruktur. Hier ist der Zentralberg. Das ist der kleinste Krater, den wir kennen auf der Erde, der einen Zentralberg aufweist. Noch einmal der Rote Kamm-Krater in Namibia, der zeigt keinen Zentralberg. Der Grund hat mit dem Gestein zu tun, der Art des Gesteins. In manchen Gesteinen, in Sedimentgesteinen, bilden sich diese Zentralberge einfacher aus als in zum Beispiel kristallinem Gestein. Da kann es bis zu 4 Kilometer Durchmesser geben, ohne dass es einen Zentralberg gibt. Aber jedenfalls dieser kaum an der Oberfläche erkennbare Krater, wenn die Sonne tief steht, vom Space Shuttle aus sieht man ihn ganz gut. Ein größerer Krater, der Bosumtwi-Krater in Ghana, in Westafrika. Einerseits ein Space Shuttle-Bild, das zeigt die übliche Wettersituation in der Gegend, also meistens Wolken, kaum zu erkennen. Hier ein seltenes Bild ohne Wolken. Ein Falschfarben-Lancet-Bild zeigt sehr schön den Kraterrand hier. Ja, und wo ist eigentlich der Zentralberg? Ja, den sieht man nicht, weil der ist von dem See bedeckt. Den gibt es aber sehr wohl, wie man durch seismische Untersuchungen feststellen konnte, auch durch Bohrungen, zu denen komme ich dann etwas später noch. Dieser Krater ist auch aus anderen Gründen sehr interessant, weil er die Quelle von bestimmten Tektiten darstellt. Das sind ganz seltene Arten von Impaktgläsern. Jedenfalls auch ein relativ junger Krater mit nur etwas mehr als 1 Million Jahre Alter. Bisschen älter, El Gigitgin in Tschukotka, das ist da im Nordosten von Russland, schon am Arktischen Meer in der Gegend. Hier der Kraterrand ungefähr zu sehen. Hier ein See, darunter findet sich auch unter den Seesedimenten ein Zentralberg. 18 Kilometer im Durchmesser, etwa 3,5 Millionen Jahre alt. Ein größerer Krater, 18 Kilometer in Tschad. Da sieht man schon eine Multiringstruktur. Alter ist nicht genau bekannt, weil man bisher nichts gefunden hat, das man datieren konnte. Ein ähnlicher Krater auch im Tschad, also man sieht schon, je größer und je älter die werden, desto schwieriger sind sie auch zu erkennen. Kleinere Krater, hier der New Quebec-Krater oder Pingalut-Krater auch genannt in Kanada, in Quebec. Der hat 3,5 Kilometer Durchmesser, sieht man jetzt einen schönen Unterschied. Im Winter ist er total zugefroren, im Sommer kann man dort auch hin, ist aber nicht so einfach zugänglich. Ein weiterer Krater in Kanada, der in den 50er Jahren von Flugzeugpiloten gefunden wurde, Deep Bay oder auch Kanada, eine Doppelkraterstruktur, Clearwater West und East. Hier auch eine Ringstruktur zu sehen, sehr flach, durch viele, viele Vergletscherungen schon fast abgetragen, durch Erosion zerstört. Ob diese beiden Krater gleichzeitig entstanden sind oder nicht, das hat man lang geglaubt, ist jetzt wieder im Zweifel. Hier von, nicht vom Flugzeug, sondern vom Satelliten aus diese beiden Krater zu sehen. East und West Clearwater. Manicouagan in Kanada, da hinten ist die Hudson Bay. Das ist aber nicht der eigentliche Krater. Ich glaube, ich habe da noch ein Bild davon. Ja, da sieht man es noch besser. Das ist der Überrest des Zentralberges. Dieser Krater ist ungefähr 210 Millionen Jahre alt. Und den sieht man nur deswegen so gut, weil Hydro-Quebec hier einen Staudamm gebaut hat. Und der hat diesen See zurückgestaut, sodass man den Krater jetzt gut sieht. Ansonsten würde man ihn gar nicht so gut sehen. Der ursprüngliche Krater hat einen viel größeren Durchmesser und ist nur mehr durch eine Änderung der Untergrundgeologie ein bisschen erkennbar. Aber so richtig deutlich sieht man es nicht. Vor Ort kann man das kartieren und dann sieht man das. Aber das ist nur mit der Überrest des Zentralberges abgeschliffen durch viele Vergletscherungen. Eine ähnliche Situation hier in Australien, der Gosses Bluff-Krater. Das ist nicht der Kraterrand, das ist der erodierte Überrest des Zentralberges mit ungefähr 6 Kilometer im Durchmesser. Der ursprüngliche Krater war irgendwo mal so hier, noch durch die Verfärbung des Untergrundes und der Hydrogeologie zu erkennen, ist ungefähr 145 Millionen Jahre alt.
ein Krater, der knapp 600 Millionen Jahre alt ist. Ackermann, das ist wiederum hier wahrscheinlich Zentralberg irgendwas, der ursprüngliche Krater durch Geophysik nachgewiesen, so ungefähr 90 Kilometer im Durchmesser. Spider in Australien, auch ein älterer Krater, hier wieder mal Reste, Verformung des Zentralberges, ursprüngliche Krater war vielleicht einmal hier. Teague in Australien, 1,5 Milliarden Jahre alt, ja, wo der irgendwann einmal war, weiß man auch nicht mehr so genau, man sieht nur mehr ganz wenig. Sudbury in Kanada, da sind jetzt gleich zwei Krater zu sehen. Das ist der viel jüngere Wanapitei-Krater, der auch nicht mehr kreisähnlich ist, obwohl der nur ungefähr 35 Millionen Jahre alt ist. Das hier ist der Überrest eines ursprünglich viel größeren Kraters mit ursprünglich 250 Kilometern Durchmesser, wo durch die Verfaltung der Gesteine nur mehr dieses seltsame nierenförmige Halboval übrig geblieben ist. Übrigens die Quelle großer Nickel- und Platinminen, die allerdings mit dem Einschlag nur insofern zusammenhängen. Das ist irdisches Nickel, nicht außerirdisches Nickel, das aber durch den Einschlag aufgeschmolzen wurde und dann entlang des Schmelzkörpers sich abgelagert hat. Also verursacht wurden die Minen durch den Einschlag, aber das Material ist irdisch. Oder hier der möglicherweise einer der älteste, wenn nicht der älteste bekannte Krater auf der Erdoberfläche, Fredefort, mit etwas über 2 Milliarden Jahren Alter. Was man hier sieht, ist aber nichts 300 Kilometer im Durchmesser, sondern das ist nur mehr ein Teil, ein Bogen des ursprünglichen Zentralberges oder des zentralen Ringes mit einem Durchmesser von ungefähr 70 Kilometer. Die ursprüngliche Kraterstruktur kann nur mehr teilweise rekonstruiert werden. Das heißt aber, in diesem Fall hat man durch Erosion von der Oberfläche weg ungefähr 10 Kilometer Gestein verloren. Das heißt, was wir hier sehen, war ursprünglich einmal im tiefen Untergrund des Kraters. Und das ist das Problem, das wir auf der Erde haben, aufgrund der sehr aktiven Geologie der Erde, aufgrund der Wechselwirkung der Atmosphäre, der Hydrosphäre, der Erosion, kommt es entweder zum Verfalten, zur Subduktion oder zur Abtragung von Kraterstrukturen und mit relativ kurzer Zeit bleibt relativ wenig übrig. Und wenn wir uns jetzt so schematisch einen Impactkrater, und zwar einen einfachen Krater und einen komplexen Krater ansehen, die kleineren Krater sind einfache, schüsselförmige Vertiefungen, während die größeren Krater, hier haben wir einen Zentralberg, das ist Material, das an sich normalerweise weiter unten ist. Das wird durch den Einschlag hochgehoben. Man kennt das vielleicht von manchen Bildern, wo ein Tropfen ins Wasser, in die Milch fällt. Im Zentrum hebt sich das dann so hoch nachher. Und die Gesteine, die sind auch kurzflüssig, verflüssigt fast. Und das hebt sich dann hoch, es einen Rebound gibt und dann kommt so und dann friert das Gestein wieder ein. Und deswegen habe ich hier Material, das an sich hier viel tiefer liegen würde, aber durch den Einschlag, das ist natürlich vertikal überzeichnet, hier höher zu liegen kommt. So ein Krater, einerseits gibt es einen Kraterrand, der definiert ist, andererseits gibt es Auswurfmaterial, das man hier rund um den Krater findet, aber viel fällt natürlich auch in den Krater zurück. Es gibt aufgeschmolzene Gesteine, es gibt andere Gesteine, die durch den Impact beansprucht sind, wie sehen wir dann gleich. Oder bei komplexen Kratern ist eben dieser Zentralberg da und dann sieht man gerade noch die Zerrüttung des Untergrundes. Und wenn wir jetzt zurückgehen auf Krater wie zum Beispiel hier, dieser Gosses Bluff, ja, was wir da sehen, hier ist die Zerrüttung des Untergrundes und das wäre ungefähr so, als wenn wir hier da durchschneiden würden. Ja. Wir haben das alles bereits durch Erosion verloren und wir sind hier im Untergrund, wir sehen hier gerade noch den Zentralberg und die Zerrüttung des Gesteins, das uns erahnen lässt, wie groß der Krater ursprünglich einmal war. Also auf der Erde ist es nicht so einfach, Impactkrater nachzuweisen, dass sie wirklich durch Impact entstanden sind. Auf dem Mond und anderen Himmelskörpern, wo es keine Atmosphäre gibt, wo es kaum Wechselwirkung mit anderen Prozessen gibt, halten sich die sehr, sehr lange, sind frisch, sind gut erkennbar. Man kennt die Struktur. Auf der Erde ist oft kaum noch etwas übrig. Wir kennen Strukturen, die gar nicht einmal an der Erdoberfläche exponiert sind, sondern die zugedeckt sind. Erst erodiert worden und dann zugedeckt.
durch spätere Sedimente, weil auf der Erde eben permanent geologische Prozesse ablaufen. Also der Bosumtwi-Krater beispielsweise oder der Elgygytgyn-Krater, wo ich gesagt habe, die haben einen Zentralberg, ja, da haben wir zwar den Kraterrand, aber bis hier hinauf geht schon der See und die Seesedimente und die decken das zu. Erst später, wenn die wieder durch Erosion abgetragen werden, dann kommt der Zentralberg hervor. Also das ist eine sehr komplexe Fragestellung auf der Erde. Nun kurz, wie schematisch gestehen, wie entsteht ein solcher Einschlagskrater? Na, ganz prinzipiell dadurch, dass ein relativ kleiner Körper, aber sehr schnell auf der Erdoberfläche oder Mondoberfläche oder Marsoberfläche aufprallt. Es läuft eine Schockwelle in den Boden hinein. Es wird von der Oberfläche weg Material weggeschleudert mit hoher Geschwindigkeit, aber nur sehr wenig. Dann läuft diese Schockwelle in den Boden hinein, komprimiert das Gestein. Gleichzeitig geht eine sogenannte Unterdruckwelle zurück. Die führt dazu, dass der Krater ausgeworfen wird. Das heißt, wir haben diesen kleinen Körper, aber durch diese Wechselwirkung kommt ein so großer, ein transienter Krater dabei heraus. Der stürzt dann natürlich zusammen, weil der ist nicht stabil. Es stürzen Materialien in den Krater hinein, es fällt Material wieder in den Krater zurück, es verfüllt ihn und übrig bleibt dann so eine einfache Kraterstruktur in diesem Fall. Und man braucht also nur das Verhältnis ansehen, Größe des einschlagenden Körpers mit der Größe des resultierenden Kraters. Das hat eben nur mit der hohen kinetischen Energie zu tun, die bei diesem Impact frei wird. Und das Verhältnis von Kratergröße zu einschlagendem Körper liegt bei ungefähr 15 zu 20 zu 1. Also beim Meteor Crater in Arizona mit seinen 1,2 Kilometern Durchmesser geht man heute davon aus, dass das hängt davon ab, was ein Eisenobjekt oder ein Steinobjekt, dass das ein Eisenmeteorit war, wissen wir, dass es Eisenmeteorit war, von ungefähr 50 oder 60 Meter im Durchmesser nur. Also so groß wie ein größeres Haus in einer Stadt macht einen Krater, der so groß ist wie eine ganze Kleinstadt. Und das Ganze noch dazu passiert innerhalb von ein paar Sekunden bis maximal einigen wenigen Minuten. Das heißt, es ist ein sehr hochenergetischer und sehr rascher geologischer Prozess. Woher wissen wir viele dieser Dinge? Naja, einerseits, wir waren ja noch nie dabei, wie so ein Krater an sich gebildet wurde. Weil glücklicherweise passiert das nicht so oft. Hier ist ein menschengemachter Krater, nämlich eine durch eine Nuklearexplosion entstandene Kraterstruktur in der Wüste von Nevada, nicht unweit von Las Vegas. Dort haben die USA ja lange Jahre solche Nuklearexplosionsexperimente gemacht. Das ist einer der Krater in einem normalen Gestein, hier ein etwas größerer Krater, das Sedan-Krater. Und wenn man hier schaut, dann könnte man sich schon vorstellen, das ist ein historisches Bild, 1962 war diese Explosion, ungefähr 104 Kilotonnen TNT-Äquivalent, vergraben in einer Tiefe von 200 Metern. Das simuliert in etwa doch auch den Einschlag eines Meteoriten, der penetriert ja noch ein bisschen in den Boden hinein, bevor er dann explodiert. Und der resultierende Krater hier mit ungefähr, ich glaube, das sind ungefähr 600 Meter im Durchmesser, der sieht schon dem Meteor Crater verdächtig ähnlich. Jetzt haben die natürlich die Experimente nicht gemacht, damit man Meteoritenkrater besser versteht, aber Forscher konnten glücklicherweise auch auswerten die Daten. Mittlerweile ist es, naja, man nach Anmeldung kann man dorthin und kommt hinein und es gibt also auch die Möglichkeit, Gesteine zu untersuchen. Also das hat wertvolle Erkenntnisse geliefert fürs Verständnis von Einschlagskratern auf der Erde. Es gibt aber auch andere Experimente. Hier beispielsweise die sogenannte NASA Ames Vertical Gun Range. Hier eine große Glocke, wo man Vakuum auch erzeugen kann drinnen. Und das hier ist ein Schussapparat, wo man mit verschiedenen Winkeln, das kann man entsprechend da hier durchfeuern. Das geht von, ich glaube, 15 Grad bis zu 90 Grad, kann man auf eine Oberfläche schleudern. Hier bin ich in etwas jüngeren Jahren zu sehen.
bei diesem Gerät, das ist bei der NASA in Kalifornien, steht das in einem im Ames Laboratory herum. Und da kann man zum Beispiel solche Experimente machen, wo man mit Hochgeschwindigkeitskameras zusieht bei so einem Impact. Das war unter ungefähr 30 oder 45 Grad Einschlagswinkel. Und wenn man das sieht, ist zuerst einmal ein heller Lichtblitz, aber noch kein Krater. Und dann zirkularisiert sich das Auswurfmaterial immer mehr und mehr und mehr. Und zum Schluss, man sieht es am Ende ganz gut, ist ein kreisrunder Krater übrig geblieben, obwohl der Einschlag unter einem flacheren Winkel passiert ist. Warum? Und auch das ist etwas, da waren früher, gab es viel Diskussion darüber, das waren auch einer der Einwände bei den Mondkratern, ja, die sind ja alle kreisrund, aber die Einschläge, die müssten ja unter verschiedenen Winkeln kommen und daher sollten die Krater doch oval sein. Das war aber alles unter der Voraussetzung, dass es relativ große Körper sind, die diese Krater produzieren und da hatte man noch nicht diese Energieverhältnisse, die Öpic und Gifford und Ives und so weiter entdeckt hatten, berücksichtigt, dass wir hier einen sehr kleinen Körper haben, wo die Energie einer Explosion ähnlich ist. Und daher ist es vollkommen egal, ob der Einschlag unter 90 Grad zur Oberfläche oder 60 oder 45 oder 30 Grad passiert. Erst unter 10 Grad wird der Krater nicht mehr ganz kreisrund sein, sondern elliptisch sein. Und das ist etwas, das wusste man halt früher auch noch nicht. In dieser Ames Vertical Gun Range Facility kann man auch simulieren die Interaktion von Auswurfmaterial mit einer Atmosphäre. Hier ist das Bild geteilt. Diese Seite zeigt einen Auswurf normal ballistisch, ohne Atmosphäre, so wie das auf dem Mond oder auf dem Mars mit seiner geringen Atmosphäre wäre oder auch auf dem Merkur. Hier mit einer Atmosphäre. Da sieht man, wie das Ganze durch die Atmosphäre wird das Auswurfmaterial zusammengehalten. Es fliegt nicht so weit. Und sieht verdächtig aus wie das, was man eben von einer nuklearen Explosion kennt. Und das tatsächlich ist der physikalische Hintergrund ein sehr, sehr ähnlicher. Mit dieser Ames Gun kann man zum Beispiel auch auf Targets schießen. Hier ein geschichtetes Target, da sieht man die Oberfläche, da sieht man im Inneren ist es komprimiert, aber auch sehr interessant. Am Kraterrand kommt es dazu, dass es zu einem Umklappen der Sedimente kommt. Das heißt, hier habe ich Gestein, das liegt tiefer unten und das klappt drüber über ein jüngeres Gestein. Das heißt, ich habe am Kraterrand älteres Gestein über jüngerem Gestein drüber bis zu einer gewissen Entfernung. Das ist die Struktur von solchen Kraterrändern. Das hat man auch beim Meteor Crater in Arizona gefunden. Man sieht übrigens auch, das ist aus dieser Richtung kommt der Einschlag und der Lichtblitz geht einmal in die andere Richtung. Wenn man eine Struktur des Targets nimmt, dass man an der Oberfläche dunkleres Material und darunter helleres Material hat, kann man so zum Beispiel diese Strahlenkrater auf der Mondoberfläche im Labor nachbauen. Also es gibt hier viele, viele Möglichkeiten, wie man diese und ähnliche Gun Ranges verwenden kann. Nun, das hat dann dazu geführt, das ist schon ein etwas älteres Bild, das soll aber nur zeigen, wie viele Krater hat man auf der Erde eigentlich bisher identifiziert? Heute sind wir bei ungefähr 190 Einschlagskratern, die eindeutig als Impactkrater auf der Erde identifiziert wurden. Das sind nicht sehr viele. Schon auf der Venus hat man mehrere hundert gefunden. Auf dem Mond und auf dem Merkur sind es Millionen und auf dem Mars auch. Weil eben auf der Erde es viel, viel schwieriger ist, die Einschlagskrater zu finden. Man sieht auch, diese Punkte, die soll jetzt nichts bedeuten, was die Farben, aber die sind auch nicht gleichförmig verteilt, so wie man es von einem normalen physikalischen Prozess erwarten würde. Da gibt es bestimmte Gebiete in Australien oder in Südafrika, da findet man besonders viele, auch hier in der Sahara, aber da in Zentralafrika gibt es gar nichts, in Teilen von Asien auch fast nichts. Dafür in Finnland wieder sehr viele. Was ist hier der Grund? Ja, der Grund, da gibt es mehrere Gründe dafür. Ein Grund ist, dass man natürlich nur dort etwas finden kann, wo man auch noch etwas sucht. Es gab in Australien, es gab in Finnland, es gab in Kanada sehr aktive Krateruntersuchungsprogramme mit der Zeit. Das hat dazu geführt, dass man in Finnland heute 10 Einschlagskrater als solche identifiziert hat, auch in Australien. Hat aber auch etwas damit zu tun,
mit dem Alter der Oberfläche. Das heißt, Australien ist ein alter Kontinent, Südamerika ist ein alter, eine kratonische Landmasse. In der Sahara wiederum sieht man die viel einfacher als zum Beispiel im Dschungel, wo man sie nicht sieht, wo sie auch zugewachsen sind, wo sie durch Erosion schneller zerstört sind. Das baltische Schild oder das kanadische Schild sind wieder alte Landmassen. Die Kontinente sind prinzipiell älter als die Ozeane. Den Atlantik gibt es erst, der hat erst begonnen, sich zu bilden vor ungefähr 140, 150 Millionen Jahren. Vorher waren die beiden Kontinente zusammen, jetzt driften sie auseinander. Das heißt, der Ozeanboden ist relativ jung, geologisch gesehen relativ jung. Es gibt keinen Ozeanboden auf der Erde, der älter als ungefähr 200 Millionen Jahre alt ist. Es gibt keinen Ozeanboden zwischen Afrika und Amerika, der älter ist als 130 Millionen Jahre. Im Zentrum hat er ein Alter von fast null, wenige Millionen Jahre. Nur am Rand der Kontinente ist er ungefähr 130 Millionen Jahre alt. Es gibt auch nur zwei Krater, die auf dem Ozeanboden bisher identifiziert wurden, nämlich Mölln hier oben hier nördlich von Norwegen und ein zweiter Krater hier in der Gegend von Nova Scotia. Und die sind auf dem Kontinentalschelf und nicht am Ozeanboden, weil der Ozeanboden auch schlecht untersucht ist. Aber eben auch, um einen Krater am Ozeanboden zu bilden, muss ich erst durch den Ozean durch. Und das passiert nicht so oft bei dem jungen Ozeanboden. Also es gibt viele, viele Gründe, warum auf der Erde einerseits die Einschläge unregelmäßig verteilt sind und andererseits auch relativ wenig gefunden werden. Man kann sagen, die einfachen Impaktkrater, die einfach zu finden sind, die hat man schon gefunden. Es wird immer schwieriger und schwieriger. Man findet irgendwo eine geologische Struktur, die ist zwar kreisrund, aber ganz, ganz schwierig, weil sie erodiert ist. Man findet keine vernünftigen Gesteine, die man untersuchen kann an der Oberfläche. Es ist also gar nicht so leicht. Hier in Europa beispielsweise, in Österreich gibt es überhaupt keine Krater, in Deutschland gibt es diese beiden Krater, nämlich Steinheim und Ries. In Finnland gibt es eben sehr viele, weil dort oben eine ältere Landmasse vorhanden ist. Das heißt, wir brauchen bestimmte Kriterien, wie identifiziere ich denn einen Einschlagskrater eigentlich auf der Erde? Wie weise ich nach, dass diese kreisähnliche Struktur jetzt nicht eine vulkanische Struktur ist, eine Kollapsstruktur, eine Karststruktur, eine windgemachte Struktur. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie auf der Erde geologische Strukturen kreisähnlich sind. Diabire und Gott, was alles. Kimberlite. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten von kreisähnlichen Strukturen. Und Impact ist eben nur eine Möglichkeit von vielen. Auf dem Mond ist das ganz anders. Das heißt, ich brauche hier einige Kriterien. Wir haben hier einige Kriterien zusammengestellt. Die ersten, die helfen uns, eine Struktur überhaupt zu erkennen. Haben wir einen Kreis, etwas, was kreisähnlich ist? Haben wir eine Ringstruktur? Haben wir einen Kraterrand? Haben wir irgendeine Art Zentralberg? Wie schaut es mit der Geophysik aus? Gibt es hier irgendwelche magnetischen oder Schwerkraftanomalien? Mit seismischen Untersuchungen kann man etwas über die innere Struktur aussagen. Handelt es sich um eine Struktur, die einen tiefen, eine Art, wie bei einem Zahn, so eine Wurzel hat, ne? Dann ist es kein Impaktkrater, ist es eine flache Struktur, dann könnte es ein Impaktkrater sein. Muss aber ganz klar darauf hinweisen, dass keine morphologischen Untersuchungen, keine geophysikalischen Untersuchungen einen eindeutigen Nachweis erlauben, dass es sich bei einer kreisähnlichen Struktur auf der Erde um eine Impaktstruktur handelt. Die können nur Hinweise liefern, aber keine Beweise. Die Beweise kommen dadurch, dass man sich die Gesteine genau im Labor ansieht, meistens im Labor. Man sucht nach Brektien, man sucht nach aufgeschmolzenen Gesteinen und versucht dann darin nachzuweisen, entweder die Spur von dem hohen Druck, der bei dem Impact auf die Gesteine wirkt, in Form von sogenannten Schockmetamorphosen oder Hochdruckmineralen, oder man findet Spuren von extraterrestrischen, also von meteoritischen Material, beigemischt in das normalerweise irdische Targetgestein, in dem der Impact erfolgt. Wir sehen uns diese Punkte jetzt der Reihe nach etwas noch genauer an. Aber zuerst einmal ein paar Begriffe. Natürlich auch in den geologischen Wissenschaften muss man alles irgendwie definieren.
Es gibt eine Nomenklatur der Impaktite. Was ist ein Impaktit? Das ist irgendein Gestein, das durch einen Impact auf planetaren Körpern gebildet wurde und das aufgrund verschiedener Kriterien, wie zum Beispiel Schockmetamorphose, identifiziert wurde, dass es sich um ein Gestein handelt, das bei einem Impact entstanden ist. Impaktite aus einem einzelnen Impact kann man in drei Gruppen unterteilen: geschockte Gesteine, Impaktschmelzgesteine oder Impaktbrekzien. Bei den Schmelzgesteinen, das kann sein, dass das ein Gestein ist, das aufgeschmolzen ist, aber Schmelzgesteine gibt es viele, es können auch vulkanische Gesteine sein, aber das heißt, ich brauche irgendetwas, wo man sagt, dass das durch den Impact entstanden ist. Dazu später noch mehr. Es gibt auch Impaktgläser und dann noch die Tektite, dazu gleich noch separat. Und Brekzien sind Gesteine, die durch einen Impact entstanden sind, ein Material zerrüttet ist und dann wieder zusammengebacken. Und es kann natürlich auch Karstbrekzien geben, sedimentäre Brekzien, vulkanische Brekzien und so weiter. Also auch hier wieder muss man unterscheiden. Auf anderen Himmelskörpern, zum Beispiel Meteoriten oder Mond, gibt es auch andere multiple Impaktgesteine, Regolith oder Impaktregolith und so weiter. Wir haben das beim Mond schon ganz kurz auch gesehen. Und ohne jetzt hier auf die Details eingehen zu wollen, das ist so eine Klassifikation der Impaktgesteine, auch Stöffler und Grief. Aber wichtig ist, es gibt sogenannte proximale, also Impaktgesteine, die in der Nähe des Impaktkraters zu finden sind, und dann distale Auswurfmassen, die man weit, weit weg findet. Und da gibt es jetzt wieder Unterteilungen. Dazu ein paar Beispiele, wir werden jetzt natürlich nicht ins Detail gehen können. Wo findet man denn in einem Impaktkrater? Wir haben einen frischen, mittelgroßen Impaktkrater, so einen einfachen Krater. Dann habe ich natürlich am Kraterrand, gibt es vielleicht zerrüttete Gesteine, solche Brekzien. Dann gibt es die Verfüllung des Kraters, gibt es also fragmentäre Brekzien, die da unten drunter sind. Vielleicht auch Brekzien, die mit aufgeschmolzenem Gestein gefüllt sind, das zum Beispiel durch Friktion auch entstanden sein kann. Das sind dann solche pseudotachylitischen Brekzien oder wo geschmolzenes Gestein in den Untergrund hineingedrückt wird. Wir haben aber auch dieses Gestein, das man als Suivit bezeichnet, ein Suivit. Da gibt es Gestein, das ist an sich normales Gestein, Gesteinsbruchstücke, aber auch Schmelzüberreste, also aufgeschmolzenes Gestein ist da drin. All das findet man in so einem Impaktkrater drinnen. Ein Beispiel für einen etwas größeren Krater, hier ein topografisches Bild, ein Radarbild von Popegei in Sibirien. Der ist ungefähr 35 Millionen Jahre alt, ungefähr 100 Kilometer im Durchmesser, und vor Ort findet man zum Beispiel eine dicke Lage von Schmelzgestein. Das sieht so aus wie vulkanisches Gestein, ist in dem Fall aber Impaktschmelze, oder das ist eine relativ große Zone von zurückgefallenem Gestein, das sogenannte Suivit-Brekzie, wo man also sieht verschiedene Gesteinsarten, Bruchstücke, je nach der Farbe, es handelt sich um unterschiedliche Gesteine, in einer Matrix drinnen. Ein Mensch wäre hier ungefähr so groß, also das ist durchaus ein riesiger Aufschluss. Nicht weit von hier auch, an der Grenze auch von Bayern zu sehen, das Nördlinger Ries. Hier ein wunderschöner Aufschluss. Das ist die sogenannte bunte Brekzie. Das ist Material, das sedimentreich ist, das an der Oberfläche war, das gerutscht ist. Und oben drüber abgelagert, dieses hellere Material, das ist Suivit. Das ist in der Luft geflogen oder zumindest war es viel heißer und hat sich über dem anderen Material abgelagert. So findet man das in der Natur. Jetzt gibt es eine Form der sogenannten Schockmetamorphose, die auch makroskopisch, also das heißt im Handstück, erkennbar ist. Und das sind diese sogenannten Strahlenkegel oder meistens als Shattercones bezeichneten Strukturen. Hier ein besonders schönes Beispiel, ungefähr 30 cm im Durchmesser. Man sieht wunderschön diese Ausbildung dieser Strahlen. Auf Englisch nennt man das gerne auch Horsetailing, weil das so ähnlich ausschaut wie der Schweif eines Pferdes. Wenn man so etwas sieht, dann hat man es mit ziemlich großer Sicherheit mit einem Einschlagskrater zu tun. Das Problem ist nur, es gibt auch auf der Erde einige Strukturen, die so ähnlich aussehen und die nicht Impaktentstehung sind, sondern sedimentärer Natur.
man braucht sich ja schon ein bisschen Erfahrung, um eine Scheiterkon von anderen Gesteinen auch unterscheiden zu können. Wir haben gesagt, Brekzien sind sehr wichtig in Impact-Materialien. Es gibt also eine monomikte Brekzie, das ist dasselbe Gestein, ist zerbrochen und dann wieder rezementiert, oder eine polymikte Brekzie. Da gibt es Fragmente verschiedener Gesteine drin, können aber auch Überreste von Schmelzgesteinen drin sein. Dann haben wir einen sogenannten Suivit. Oder es kann überhaupt sein, dass es ein Schmelzgestein ist, wo nur noch kleine Überreste von halb aufgeschmolzenen Gesteinen dabei sind. So sieht man das zum Beispiel in einem Bohrkern. Dieser Bohrkern ist vom Bosumtwi-Krater in Ghana. Da sieht man, das ist viele, viele Bruchstücke unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Gestein. Dazwischen gibt es sogar blasiges, glasiges Schmelzgestein. Dieser Bosumtwi-Krater, habe ich schon ein Bild vorher gezeigt, hat einen See drinnen, Kraterrand. Und man sieht sogar, das ist mit Flugzeug gemacht, Radiometrie, die Verteilung von radioaktivem Kalium. Da sieht man sogar das Auswurfmaterial rund um den Krater sehr schön. Im Gelände ist es nicht ganz so einfach. Wir sind hier in der Nähe des Äquators, in den Tropen, fast im Dschungel. Ein früherer Student von mir, hier zu sehen, vor einem schönen großen Block oder mehreren Blöcken von Suivitgestein mitten in einer Kakaoplantage drinnen. Oder auch hier, da sieht sich auf so einem großen Impactgestein drauf, Kollegen, die hier an einem anderen Suivit arbeiten. Aus der Nähe gesehen sieht so ein typischer Suivit von Bosumtwi so aus. Da sehe ich also hier schon mindestens 4 verschiedene Gesteinsarten drinnen. Dieser etwas helle, diese komische Mischung da, dann haben wir hier ein Gestein, dann haben wir hier ein Gestein, dass diese Maserung aufweicht. Und dazwischen sieht man überall die Schmelzeinschlüsse. Also das ist ein typischer Suivit. Man kann jetzt so einen Suivit untersuchen, indem man den in viele, viele Scheiben schneidet und viele, viele petrographische Dünnschliffe anfertigt. Man kann ihn aber auch in einen Computertomographen hineintun, und das haben wir mal gemacht. Hier ist so ein Beispiel, so ein Querschnitt, so ein Röntgenbild eines Suivits, und da sieht man diese sehr harten Gesteine, das ist zum Beispiel irgendein Granit, und das in diesem Röntgenbild dünklere Gebiet, das ist ein Impactschmelze, die da drin ist. Dann kann man das im dreidimensionalen rekonstruieren, die einzelnen Teile, mit oder ohne Matrix, hier mit Matrix, hier nur die Einschlüsse, hier ohne Matrix. Also nur das Impactglas zu sehen, und dann kann man sogar zählen und rekonstruieren, wie viel davon ist was, was ist ein Granit, was ist ein Schmelzglas, was ist ein Aplit, was ist ein Pegmatit und so weiter. Und dann kann man eine Statistik machen, dann sieht man, dass insgesamt die Matrix macht 75%, Schmelze in dem Fall knapp 10%, also so kann man das sehr schön in so einem Fall identifizieren. Wir haben aber noch nicht identifiziert, dass es hier tatsächlich eigentlich wir sehen, das ist eine Brekzie, wir sehen, da gibt es Schmelze drinnen, aber woher wissen wir jetzt, dass es sich wirklich um ein Gestein handelt, durch einen Impact entstanden ist? Das wissen wir deswegen, weil in den Mineralen, ein Gestein besteht aus Mineralen, in den Mineralen drinnen finden wir Quarzkristalle, die so komisch ausschauen. So sieht kein normaler anständiger Quarzkristall aus. Der hat nämlich diese seltsamen Linien da drinnen, und diese Linien, die bezeichnet man als planare Deformationselemente oder auf Englisch sehr gerne Planar Deformation Features, und deswegen auch die Abkürzung PDFs. Die sieht man hier in dem Kristall. Gerade sind die, parallel zueinander. Und die kommen in mehr als einer Orientierung vor. Das ist typisch für Schockmetamorphose. Hier ein anderes Beispiel von einem anderen Krater, hier mit einer sogenannten Lambda-Platte, dass man das ein bisschen bunter auch sieht, aber auch hier wieder diese Linien, die durchgehen, verschiedene Orientierungen, gerade, parallel zueinander. Anderes Beispiel hier. Mehrere mikroskopische Bilder und hier ein elektronenmikroskopisches Bild eines einzelnen Quarzkristalles, herausgelöst aus dem Verband, ein 3D-Bild und mit etwas Flusssäure
angeätzt und dann mit dem Elektronenmikroskop angesehen. Und jetzt sehen wir, was wir hier eigentlich vor uns haben. Wir haben hier Ebenen, die durch den Kristall durchgehen. Und diese Ebenen, die gibt es nicht nur in der einen Richtung, sondern es gibt halt auch welche, die in einer anderen Richtung vorliegen. Das heißt, was hier passiert ist, dass durch den Schock wird entlang vorausbestimmter kristallographischer Ebenen in dem Quarzkristall ein bisschen was von dem Quarz, von dem kristallinen Quarz, in amorphen Quarz umgewandelt, aber eben entlang dieser Ebenen. Und durch das Anätzen mit der Flusssäure löse ich bevorzugt das amorphe Material heraus und das kristalline Material bleibt übrig. Das heißt, diese planaren Deformationsstrukturen sind Ebenen, die durch die Kristalle durchgehen, entlang derer es zur Amorphisierung des Kristallgitters kommt. Und das ist eine ganz typische, die sind ganz eng, die sind nur Mikrometer breit, die sind mehrere Mikrometer voneinander entfernt, sind immer gerade und parallel. Wenn die einmal nicht mehr parallel sind, sondern so leicht wellenförmig oder auseinandergehen, immer wieder findet man in der Literatur, leider muss man sagen, Bilder, wo ganz klar ist auf den ersten Blick für den Fachmann, das sind keine Schockstrukturen. Aber irgendwelche Kratzer in einem Kristall werden einem dann verkauft als Schockstrukturen. Also man braucht für solche Dinge schon auch einiges an Erfahrung. Kann auch einen ganzen Kristall, ich muss den gar nicht mal durchschneiden, kann den, man sieht hier die Interferenzfarben, aber ich sehe wunderschön, hier zum Beispiel schöne, gerade, planare Deformationselemente in unterschiedlichen Orientierungen in so einem Kristall. Bei welchem Druck passiert sowas? Das hat man natürlich im Labor auch nachvollziehen können. Das ist jetzt hier in Gigapascal aufgetragen. 0,1, 1, 10, 100, also eine logarithmische Skala, eine lineare Temperaturskala. Alle Dinge, die auf der Erde intern vulkanisch und ähnlich passieren, die finden in dieser Gegend hier statt. Niedrigerer Druck, niedrigere Temperatur. Die Bildung der Shattercones erfolgt bei höheren Drucken und die Bildung dieser Planar Deformation Features, der PDFs oder anderer Hochdruckformationen, zum Beispiel der Übergang von Graphit zu Diamant oder Quarz zu Kohlesit oder Kohlesit zu Stishovit, aber auch die Bildung von diaplektischem Glas, das durch das Aufschmelzen, also durch den Druck erfolgt, nicht durch eigentlich Schmelzen, das ist eine Amorphisierung durch den Druck, bei hohen Drucken zwischen 10 und über 50 Gigapascal erfolgt das. Solche Drucke kann man auf der Erde durch normale interne, also vulkanische und ähnliche metamorphe Prozesse nicht erzeugen. Und deswegen sind diese Strukturen, die man findet, eindeutig charakteristisch für Impact. Das kann man auch hergehen und zum Beispiel den Schockdruck gegen den Refraktionsindex oder gegen die Dichte auftragen. Auch hier gibt es Kalibrationskurven, dass man feststellen kann, bei welchem Druck kommt es zu einer Verminderung zum Beispiel der Dichte oder auch des Refraktionsindex. Hier haben wir die planaren Deformationselemente, hier hätten wir das diaplektische Glas. Man kann aber auch messen, bei diesem Quarzkristall beispielsweise, was ist die Orientierung der Ebenen zur C-Achse, das ist eine kristallographische Achse des Quarz, und kann das auftragen zueinander. Und da sieht man, da gibt es bestimmte Orientierungen, die besonders ausgezeichnet sind. Wir können hier nicht ins Detail gehen, das erfordert viel Mineralogie. Aber ganz wichtig ist, dass die Winkel zur C-Achse ganz charakteristische auch sind. Und auch das geht in die Beurteilung dieser Planar Deformation Features mit ein. Also wir haben hier die mineralogisch-kristallographische Verifikation, dass wir es mit Schock zu tun haben. Andererseits, habe ich aber auch erwähnt, ist es möglich, dass man meteoritisches Material in dem Krater, in den Gesteinen, in den Impaktiten findet. Man kann natürlich Meteorite finden, Meteoritenbruchstücke drin finden, das ist schon mal sehr hilfreich. Das Problem ist nur, dass bei größeren Impakten verdampft der Meteorit als Ganzer und es bleibt nichts mehr übrig von dem meteoritischen Material. Ein bisschen was von dem verdampften Meteoritenmaterial kann sich mischen mit dem geschmolzenen irdischen Gestein und dann findet man Überreste meteoritischen Materials verteilt, fein verteilt im irdischen Material drinnen.
Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Denn man weiß, dass in bestimmten Meteoriten manche chemischen Elemente, wie zum Beispiel bestimmte siderophile oder eisenliebende Elemente, Kobalt, Nickel, Chrom, aber vor allem die Platinmetalle, als das sind Iridium, Osmium, Platin, Rhodium und so weiter, die kommen in Häufigkeiten vor, die um mehrere Größenordnungen höher sind als in normalen irdischen Krustengestein. Mit anderen Worten, wenn ich auch nur eine geringe Beimischung an extraterrestrischem Material mit diesen hohen Gehalten an Platinmetallen habe, dann dominiert mir in der Mischung, auch wenn ich nur 1% extraterrestrisches Material zu 99% terrestrischem Material dazu mische, habe ich in der resultierenden Mischung fast ausschließlich extraterrestrische Platinmetalle. Deren Häufigkeiten einerseits, aber auch deren Häufigkeitsverhältnisse zueinander, also die Interelementverhältnisse zueinander und auch Isotopenverhältnisse bestimmter Elemente, lassen mir einen eindeutigen Schluss zu, dass es sich hier um meteoritisches Material handelt. Ein paar Beispiele dazu. Es gibt bestimmte nickelreiche Spinelle, nickelchromreiche Spinelle, die kann man finden hier. Eine Aufnahme eines Gesteins, wo solche kleinen meteoritischen Spinelle drin sind, da kann man nachweisen, dass die nicht irdisch, sondern außerirdischen Ursprungs sind. Insofern ist ein typisches mikroskopisches Bild eines Schmelzgesteins. Wenn ich das jetzt chemisch analysiere, zum Beispiel auf das Verhältnis der sogenannten Osmium-Isotope zueinander. Osmium ist eines der Platinmetalle. Osmium ist in meteoritischem Material viel häufiger als in terrestrischen Krustengesteinen. Ohne jetzt hier auch wieder ins geochemische Detail gehen zu wollen, in einem Diagramm, Rhenium 187 zerfällt zu Osmium 187, das ist ein radiogenes Osmium, das aus dem Zerfall von Rhenium 187 entsteht. Wenn ich das auftrage gegen das nicht radiogene Osmium 188 normiere, dann weiß ich, dort wo viel Osmium drin ist und ein sehr unradiogenes Osmium vorhanden ist, habe ich ein geringeres Verhältnis als zum Beispiel in den Meteoriten. In irdischem Gestein ist viel Rhenium und wenig Osmium, daher viel radiogenes Osmium drinnen, finde ich also hier irdische Gesteine. Und so kann ich ein Mischdiagramm machen, wo ich irdische Gesteine von einer Struktur untersuche, Targetgesteine, und das vergleiche zum Beispiel mit, was ich in Impact-Brekzien finde, mit dem meteoritischen Teil. Da finde ich viel stärker angereichert in so einem Art Mischungsfeld deutliche Nachweise von meteoritischen Komponenten, die in den irdischen Gesteinen völlig fehlen. Und das, wobei ich mit normalen chemischen Methoden es nicht nachweisen könnte, dass es hier eine extraterrestrische Beimengung gibt. Es gibt auch andere Isotope, zum Beispiel Chromisotope. Das funktioniert auf eine andere Art und Weise. Da ist nicht ein direkter radioaktiver Zerfall, sondern der Zerfall ist in der Frühgeschichte des Sonnensystems bereits passiert, sodass zum Beispiel kohlige Chondrite ein anderes Chromisotopenverhältnis aufweisen als terrestrische Gesteine. Hier hätten wir die terrestrischen Gesteine, hier haben wir die kohligen Chondrite und hier hätten wir andere Meteoritenarten. Und in solchen Mischungsdiagrammen kann man auch wieder feststellen, ganz eindeutig, die Impactgesteine von manchen Kratern wie Moragwen, Clearwater, Lapajärvi oder Bosumtwi haben eine Komponente, die mit einer gewöhnlichen chondritischen Zusammensetzung erklärt werden kann, während zum Beispiel manche frühen Impactgesteine auf der Erde oder die Kreide-Tertiärgrenze, heute Kreide-Paläogrenze genannt, zu der kommen wir dann gleich auch noch, von kohligen Chondriten her stammen. Also hier kann man mit geochemischen Methoden Fingerabdrücke des meteoritischen Materials nachweisen. In manchen solchen distalen Auswurfmaterialien ist es auch schon gelungen, dass man entweder Schockstrukturen findet oder eben meteoritische Komponenten. Distales Auswurfmaterial ist Material, das mehrere Kraterdurchmesser vom Krater weit weg ist. Das kann sein, dass das irgendwelche geschockten Minerale sind oder feinkörniger Staub, wo meteoritische Komponente drinnen ist. Kann aber auch sein, dass das Gläser sind, die weit weg geschleudert werden, wie zum Beispiel die sogenannten Tektite. Hier ein typisches Bild eines Tektits, der ist so 2-3 cm im Durchmesser, ist ein komplett
glasiges Material, wurde zum ersten Mal schon vor ein paar hundert Jahren identifiziert. Mittlerweile kennt man 4 solche großen unabhängigen Streufelder auf der Erde. Das älteste davon mit ungefähr 35 Millionen Jahren ist das nordamerikanische Streufeld. Dann kommt das zentraleuropäische Streufeld, die Moldavite, dann haben wir das Elfenbeinküstenstreufeld und dann das australasiatische Streufeld. Mittlerweile hat man identifiziert hier noch Mikrodektite, die man im Ozeansedimenten findet. Mittlerweile hat man auch von 3 dieser 4 Dektitstreufelder identifiziert, von welchem Krater die stammen. Im nordamerikanischen Streifeld stammen sie vom Chesapeake Bay Krater, das zentraleuropäische Streufeld vom Risskrater in Süddeutschland, das Elfenbeinküstenstreifeld vom Bosumtwi-Krater in Ghana. Und lustigerweise, beim jüngsten Streifeld und größten Streifeld ist es noch nicht gelungen, den Einschlagskrater zu identifizieren. Hat möglicherweise auch mit der Gegend zu tun in Indonesien, wo sehr viel Dschungel ist, sehr viel Verwachsung ist, sehr viel geologische Veränderung ist, dass man das noch nicht gefunden hat. Aber diese Dektite haben die Leute seit Jahrhunderten interessiert und es war gar nicht so leicht zu finden, wo sie herkommen. Denn ursprünglich gab es verschiedene Möglichkeiten. Das Impact, vor allem am Anfang, im 20. Jahrhundert, war Impact noch keine dominante Erklärungsmöglichkeit. Da hat man eher gedacht, das handelt sich um Auswurfmaterial von Mondvulkanen, dass das Gläser von Mondvulkanen sind. Und bis in die 1960er Jahre, bis dann die Mondgesteine Ende der 1960er Jahre zur Erde gebracht wurden, war eigentlich die Mondvulkanhypothese die dominante Erklärung für Dektite. Was man braucht, um diese Dektite auch erklären zu können, dass die geochemische Zusammensetzung in jedem Streufeld einheitlich ist, aber unterschiedlich von den unterschiedlichen Streufeldern. Und man hat dann auch festgestellt, schon in den 1960er Jahren, dass die Spurenelementzusammensetzung von Dektiten jener der Erdkruste entspricht. Und Kollegen wie zum Beispiel Ross Taylor aus Australien hat sehr viele dieser Untersuchungen in den 60er und 70er Jahren gemacht. Hier zum Beispiel das Verhältnis von, das ist jetzt ein Beispiel, eine Dektitgruppe. Da sieht man, wie die Hauptelemente doch relativ nahe beisammen liegen. Spurenelemente wie zum Beispiel die seltenen Erdelemente hier in einer chondritnormierten Darstellung zeigen, brauchen wir jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber genau so sieht auch die obere Erdkruste aus in der Verteilung. Auch wenn wir uns anschauen, bestimmte Isotopenverhältnisse, zum Beispiel Strontium-Isotopenverhältnis gegen Neodym-Isotopenverhältnis, da weiß man genau, dass die magmatischen Gesteine, vulkanischen Gesteine, die werden in dem Diagramm da irgendwo oben über der, weit außerhalb des Diagrammfeldes. Und jedes einzelne Dektitstreufeld hat eine eigene Gruppierung in seinem Isotopendiagramm. Und wenn man dann dazu nimmt, und das wissen wir eben heute, das ist ein etwas älteres Diagramm, aber wenn man heute dazu nimmt, von den jeweiligen Ursprungskratern, Chesapeake-Krater oder hier Rieskrater oder hier Bosumtwi, dann passen auch die Kratergesteine genau zu diesen Isotopenverhältnissen dazu. Ein weiterer Beweis dafür, was da, wo die herkommen. Man kann aber auch zum Beispiel die Gesteinsart versuchen abzuleiten. Ein Diagramm, wo man Bohr gegen Bohr-Isotopie aufträgt, da weiß man, ist das karbonatisches Gestein, ist das Sedimentgestein, sind das granitische Gesteine und ähnliche Dinge. Etwas Interessantes bei den Tektiten, die haben sehr geringe Wassergehalte, manche davon unter einem Hundertstel Prozent. Das ist für geologische Formationen sehr selten, aber bei Impakten durchaus häufig. Manche der Tektite haben noch Einschlüsse von, die sind zwar glasig, aber es gibt ganz wenige Einschlüsse von zum Beispiel Zirkon. Das ist ein sehr hartes, ein sehr beständiges Mineral, das also sehr hohe Temperaturen zum Schmelzen braucht. Und dieser Zirkon, da sieht man noch ungefähr die Zirkonstruktur. Das ist aber kein Zirkon mehr, sondern der Zirkon ist durch die hohe Temperatur bereits zerfallen in andere Bestandteile. Und das sieht man erst unter dem Elektronenmikroskop. Also wir haben mittlerweile durch viele, viele Untersuchungen nachweisen können, dass Dektite eine Art Impaktgläser sind, aber distale Impaktgläser. Sie haben eine Zusammensetzung wie die irdische Kruste. Sie sind von der Oberfläche der Erde abgeleitet, das haben uns andere Isotopendaten gezeigt. Sie haben meistens sehr wenig meteoritische Komponente, aber manchmal Hochtemperatureinschlüsse. Jetzt ein paar Bilder, die
bei verschiedenen Kratern zeigen, welche Art von Impaktiten man da finden kann. Hier zum Beispiel der Bosumtwi-Krater, ein Bild aus dem Helikopter ausgenommen. Hier haben wir in den 2000er Jahren Bohrungen durchgeführt an vielen verschiedenen Stellen, die hier gezeigt sind. Hier zum Beispiel Tiefbohrungen in den Zentralberg, das ist vertikal überzeichnet, aber da sieht man, es gibt tatsächlich einen Zentralberg. Wir haben ihn auch angebohrt. Hier zum Beispiel Gesteine aus dieser Bohrung. Hier ein wunderschöner geschockter Quarz drinnen, der eindeutig zeigt, dass es sich um einen Impact handelt. Ein anderer Krater, das ist der Quellkrater der nordamerikanischen Tektite, das ist der Chesapeake Bay Krater, hier auch wieder überzeichnet dargestellt. Hier findet man zum Beispiel auch im Inneren so einen kleinen Zentralberg, sehr viel Brekzienverfüllung. Und hier hat man also eine Bohrung, eine Tief. Es gab einige Explorationsbohrungen, aber dann auch eine Tiefbohrung gemacht. Das war finanziert durch das International Continental Drilling Program, ICDP, Hauptquartier in Potsdam am Geoforschungszentrum. Und so wurden zum Beispiel hier sehr viele Sedimente erbohrt, aber dann auch suevitische Brekzien, die wieder eindeutig gezeigt haben, dass es sich um einen Einschlagskrater handelt. Hier ein paar so Beispiele von Brekzien, ganz eindeutige Brekzien, wunderschöne Brekzienstrukturen, sehr viel Granit da drinnen, Sedimentgesteine natürlich auch, die den Krater verfüllt haben. Und dann etwas unangenehm, da musste man durch, ein riesiger granitischer Block, der ein paar hundert Meter dick war und zwei, drei Kilometer breit. Der ist gerutscht mehrere Kilometer bei dem Impact, durch den musste man durchbohren. Darunter waren dann allerdings die schönen Impact-Brekzien und dann noch andere Gesteine. Also sowas hat man dort gefunden. Es gibt aber auch andere Auswurfgesteine weltweit. Zum Beispiel die berühmte Kreide-Tertiär-Grenze, die knapp 66 Millionen Jahre alt ist und die mit dem Aussterben der Dinosaurier in Zusammenhang gebracht wird. Und hier ist schon seit langer, langer Zeit die Diskussion gewesen, was ist da passiert, warum sind die Saurier und viele andere Tier- und Pflanzenarten ausgestorben, bis dann 1980 eine Arbeit veröffentlicht wurde mit Untersuchungen von Gesteinen aus Italien. Es waren amerikanische Forscher, die in Italien gearbeitet haben und die haben gefunden, hier ist das Gestein der Kreidezeit, hier ist das Gestein des Tertiärs, das heißt jetzt Paläogen. Und dazwischen gibt es eine dünne Schicht an Gesteinen, das war eine Zufallsentdeckung. Zufällig haben die auch analysiert und haben festgestellt, dass in dieser dünnen Grenzschichte erhöhte Mengen an extraterrestrischem Material drinnen ist, nämlich in Form von Iridium. Eine sehr, sehr starke Anreicherung von Iridium gegenüber dem Hintergrund. Hier ein Beispiel aus Nordamerika, Raton Basin. Und einige Jahre später, die Diskussion war natürlich sehr heftig, aber einige Jahre später hat man dann in demselben Material auch geschockte Minerale gefunden. Und da waren für die meisten Forscher dann die Frage beantwortet, na tatsächlich, es handelt sich um einen großen, großen Einschlag. Man hat nicht nur Iridium gefunden, man hat auch Spuren gefunden von Rust. Das heißt, es hat sehr viel gebrannt damals, vermutlich durch den Feuerball angeregt. Auch verschiedene Farne haben sich dann vermehrt. Dann auch hier geschockter Feldspat aus der Kreide-Tertiär-Grenze. Es hat dann aber noch gute 10 Jahre gebraucht, bis man dann gefunden hat, woher kommt das alles. Dann hat man einen riesigen Einschlag gehabt, aber keinen Krater. Dann hat sich herausgestellt, auf der Yucatan-Halbinsel gibt es eine Schwerkraftanomalie und dort haben schon vor einiger Zeit die Ölgeologen der mexikanischen Ölfirma Pemex gebohrt und haben die Gesteine, haben kein Öl gefunden und das war es dann, waren nicht mehr interessiert daran. Und dann hat man nachgeschaut, es waren noch einige Bohrkerne übrig und tatsächlich hat man geschockte Minerale drinnen gefunden, meteoritische Komponente drin gefunden und so weiter. Und dann war es auf einmal klar, dass das ein riesiger Einschlagskrater ist, der an der Oberfläche nicht als solcher zu erkennen ist. Und das Einzige, was man sieht, ist, hier ist Mérida, hier ist die Yucatan-Halbinsel, hier ist das Ganze großgezogen, das ist der Golf von Mexiko, also hier ist die Yucatan-Halbinsel und hier gibt es diese Zenoten, das sind solche Karststrukturen, die alle entlang von Bruchzonen gebildet werden, die so einen Halbkreis ausbilden. Das war das Einzige, was man an der Oberfläche erkennen kann, aber keine Kraterstruktur, sondern der Krater ist mit
jüngeren Gesteinen, der ist ja immerhin schon 65 Millionen Jahre alt, mit jüngeren Gesteinen einfach zugedeckt worden, wie eine Decke drüber. Fertig, man hat nichts gesehen, außer diese Schwerkraftanomalien. Und später dann durch Bohrungen hat man festgestellt, wo was ist. Hier gab es zum Beispiel hier eine Bohrung, das teilweise auch durchaus durch den Zentralbereich durchgegangen ist. Und es gab dann noch mehrere Bohrungen. Aber was ist passiert? Das Target war damals vor 65 Millionen Jahren noch flaches Meer, 200 Meter vielleicht tief. Also es gab Flutwellen, die ausgelöst wurden, Tsunamis, viel Auswurfmaterial wurde geschleudert. Es gab damals noch so einen Wasserweg ins Innere der USA hinein. Da gab es Tsunami-Ablagerungen natürlich. Also wenn man denkt, manche der Tsunamis, von denen man heute noch Erdbeben hört, das war nichts gegen so einen Tsunami damals, der also 100 Meter vielleicht hoch war noch in Texas oder in Louisiana, der Küste. Also gewaltige Tsunamis, die 100 Kilometer ins Landesinnere noch Material abgelagert haben. Aufgrund des glühenden Auswurfmaterials wurden Wälder in Brand gesetzt. Es hat sehr viel gebrannt. Hier eine Simulation, wann nach dem Einschlag hier, wo auf der Welt glühendes Material runtergekommen ist, wann es gebrannt hat. Also sogar in den Antipoden hat es gebrannt. Nach einigen Stunden auf der ganzen Welt, und man findet die Überreste dieses Weltenbrandes, kann man sagen, auch in den Ablagerungen durch die erhöhten Russhäufigkeiten. Man findet aber auch tektitähnliche, das sind zwar keine Tektite, aber tektitähnliche Gläser, sogar Glas ist noch übrig, und dieses Material findet man in verschiedenen Gebieten, in der Karibik, findet man in den heutigen USA, und durch wiederum geochemische Untersuchungen war es möglich, nicht nur diese Gläser untereinander miteinander in Verbindung zu bringen durch seine Mischungslinie, sondern eindeutig mit dem Impactmaterial von dem Chicxulub-Krater zusammenzubringen. So etwas Ähnliches auch in einem anderen Isotopendiagramm, das uns schon begegnet ist, Strontium gegen Neodym-Isotopendiagramm, wo diese Impactgläser ganz eindeutig von dem Chicxulub-Krater abgeleitet sind. Also ein riesiger Einschlag damals, der dazu geführt hat, dass die Saurier und viele andere Tier- und Pflanzenarten ausgestorben sind. Und es hat lange gebraucht und viel forensische Arbeit, kann man sagen, bis man festgestellt hat, wo ist der Krater, wie groß ist der Krater, das Material, das man findet, passt das wirklich zusammen mit dem Auswurfmaterial? Heute wissen wir das mit großer Sicherheit. Was passiert bei so einem Einschlag dieser Größenordnung? Naja, da haben wir Effekte, die von Minuten über Monate zu Jahren und Tausenden von Jahren gehen. Zum Beispiel ein Feuerball, die Wärme, die Hitze des Feuerballs, das glühende Material, das herunterkommt, sehr hohe Winde, Tsunamis, saurer Regen, sehr viel Staub, der in die Atmosphäre gelangt. In dem Fall, weil das ja in ein Meerwasser gestürzt ist, geht sehr viel Wasser in die Atmosphäre. Das heißt, wir haben einen Treibhausgaseffekt. Wir haben die Zerstörung des Ozons in der Atmosphäre. Wir haben zum Beispiel sehr viel Kohlendioxid aus dem Targetgestein, das Carbonate waren, das in die Atmosphäre gelangt ist. 30.000 Kubikkilometer Gestein sind hier in Form von Staub in die Atmosphäre gelangt. Das alles innerhalb von ein paar Sekunden. Das hat natürlich sehr stark das Klima beeinträchtigt. Naja, daraufhin, nachdem das nachgewiesen wurde, dann schlug das Pendel gleich mal in die andere Richtung aus. Jetzt hat man nicht mehr alles durch Vulkanismus erklärt, jetzt erklären wir alles durch Impact. Also zum Beispiel, es gibt auch die Perm-Trias-Grenze vor ungefähr 250 Millionen Jahren, und auf einmal wurde hier sogar in Science publiziert eine Arbeit, wo man hier, also hier ist der KT, der Chicxulub-Krater zu sehen, hier ist Kreide-Tertiär-Grenze, ein typisches geschocktes Glas zu sehen. Und hier ist das, was die Leute publiziert haben von der Perm-Trias-Grenze. Hier angeblich wäre ein Krater. Und ich kann nur sagen, das Einzige, was ich sehe, ist der weiße Kreis, der eingezeichnet wurde. Ansonsten sehe ich hier keine Kraterstruktur. Und wenn ich mir dieses angebliche geschockte Quarzkorn hier anschaue, sehe ich keine einzige Linie, die parallel oder gerade ist. Das waren also Leute, die keine Ahnung haben, wie geschockte Minerale wirklich aussehen. Das heißt, hier war der Wunsch der Vater des Gedanken, aber das heißt nicht, dass es richtig ist. Das heißt ja nicht, wenn ein Massensterben durch Impact erklärbar ist, dass auch alle anderen durch Impact erklärbar sind. So ähnlich wie halt nicht alle durch Vulkanismus erklärbar sind. Also man muss hier schon sehr, sehr vorsichtig vorgehen mit der Forschung. Naja, wir kommen jetzt schon gegen Ende unserer Erläuterungen über Impact. Ein paar Dinge noch.
Es gibt ja auch kleinere Einschläge, also so etwas mit 5 Megatonnen äquivalent oder 10 Megatonnen, ja, da gibt es halt lokale Zerstörungen, aber je größer sie werden, desto mehr wird auf der Erde auch zerstört. Wir sehen uns das gleich noch in Diagrammen an. So ein ähnliches Bild haben wir schon mal gesehen. Die Erde ist hier in der Mitte einer großen kosmischen Schießgalerie, inmitten von vielen Tausenden, ja Zehntausenden Kleinkörpern, die mit der Erde zusammenstoßen können. Würde so ein Krater, ich habe das für Wien illustriert, wie der Meteor Crater mit einem 60 Meter großen Objekt mitten in Wien gebildet werden, dann wäre die gesamte Wiener Innenstadt komplett weg. Diese Vorlesung wird übrigens da oben aufgenommen, wir sind also gerade noch sicher. Ne? Naja. Wenn man den Stephansdom in Wien in den Meteor Crater hineinstellen würde, der würde dort sogar verschwinden, wobei wir allerdings nicht vergessen dürfen, das Objekt, das ihn geschlagen hatte, war nicht einmal ein Drittel so groß wie der Stephansdom. Die Effekte hingegen eines solchen auch kleinen Einschlages findet man auch noch 20, 30 Kilometer entfernt. Das heißt, nicht nur würde die Wiener Innenstadt zerstört werden, sondern die gesamte Stadt Wien würde zerstört werden. Es gäbe also Millionen Tote in seinem Fall. Also kleine Einschläge können durchaus auch unangenehme Effekte haben. Aber wir wissen, Einschläge, die gab es immer schon im Sonnensystem, im frühen Sonnensystem. Hier zum Beispiel die Kollision, durch die der Mond entstanden ist. Oder in der Frühgeschichte der Erde viele, viele Impakte. Auch auf dem Mond haben wir das ja schon festgestellt. Da gibt es Überreste von vielen frühen Einschlägen. So ein Bild, ein Gemälde könnte duplizieren, wie die Erde vor 4,2 Milliarden Jahren ausgesehen hat. Der Mond, noch keine Einschlagsbecken, keine Mare, weil die sind später gekommen, noch Überreste von vielen Einschlägen. Hier ein Einschlag im Wasser, hauptsächlich Wasser auf der Erde, einige wenige Inselketten, aber noch immer sehr viel. Und bis heute geht das so weiter. Ich habe ja schon auch beim Jupiter kurz erwähnt, der Einschlag des Kometen Shoemaker-Levy 9, der 1993 entdeckt wurde, und dann 1994 auf den Jupiter, die einzelnen Teile, die durch die Schwerkraft des Jupiters auseinandergerissen wurden, auf den Jupiter aufgeprallt sind. Hier also die einzelnen Stücke des Kometen auf Kollisionskurs mit dem Jupiter und danach hier die Überreste eines solchen Einschlages, im Vergleich dazu die Größe der Erde. Kilometergroße Objekte machen durchaus erdgroße Spuren. Wie oft passiert sowas in der Erdgeschichte? Naja, Meteorite, kleine Körper, die fallen dauernd herunter. Glücklicherweise so Einschläge der Größe von Meteor Crater in Arizona, die passieren vielleicht alle 500 bis 1000 Jahre einmal auf der Erde. Noch größere Einschläge wie der Rieskrater in Süddeutschland, alle vielleicht ein paar Millionen Jahre einmal. Und sowas wie Chicxulub, also etwas, was wirklich zu einem Massensterben führt, ein 10 Kilometer großer Körper, der eingeschlagen ist, nur vielleicht alle 100 Millionen Jahre einmal. Aber kleine Körper gibt es viele, die mit der Erde kollidieren. Hier zum Beispiel ein Feuerball 1972 fotografiert über Utah. Der ging durch die Erdatmosphäre einfach durch und ist auf der anderen Seite wieder entwischt. Aber nicht nur solche, die entwischen, sondern auch solche, die gerade runterkommen, die explodieren dann meistens, diese kleineren Körper, in der Erdatmosphäre, können aber viel Zerstörung anrichten. Ein berühmtes Beispiel war 1908 Tunguska in Sibirien. Hier ist ein Körper, der vielleicht ein Steinmeteorit, Größenordnung vielleicht 50 Meter im Durchmesser war, in vielleicht ungefähr 10 Kilometer Höhe explodiert. Und die Schockwelle, die Luftdruckwelle, hat eine ungefähr 2000 Quadratkilometer große Fläche an Bäumen verwüstet. Hier ein Bild, das ungefähr 15 Jahre später erst gemacht wurde, sieht man noch immer die Verwüstung im Vergleich dazu die Größe von New York City oder Washington. Also durchaus größere Städte könnten hier in Leidenschaft gezogen werden. Hier eine Simulation, die zeigt, was passiert bei so einer Explosion. Kommt die Schockwelle bis an die Oberfläche, ist aber das Material selbst, das Rote, kommt nicht an die Oberfläche, nur die Schockwelle, die Luftdruckwelle, die erreicht die Oberfläche. Vor gar nicht mal so vielen Jahren, nämlich 2013, ist sowas Ähnliches über Russland, über Tscheljabinsk passiert. Auch hier haben sehr viele
Autofahrer mit ihren Dashboard-Kameras einen Feuerball und dann die Explosion fotografiert. Und hier zum Beispiel in der Stadt Tscheljabinsk, die immerhin 65 Kilometer entfernt ist von dem Explosionspunkt in der Atmosphäre, der ist etwas über, sagen wir, 25 Kilometer über Boden war. In der Stadt Tscheljabinsk hat es Wände umgelegt, Fenster eingedrückt, 1500 Leute waren verletzt und mussten behandelt werden. Und das in einer Entfernung von 65 Kilometern. Wäre diese Explosion direkt über der Stadt passiert, hätte es viele tausend Tote gegeben, ganz, ganz klar. Diese Explosion hat man beobachtet, hat man dann nachher auch von Satellitenbeobachtungen messen können. Hier ist also der Ort in dieser Gegend hier, in Tscheljabinsk, hier heraus vergrößert. Hier war die Explosion, also über Boden nur ungefähr 25 Kilometer, aber 65 Kilometer Entfernung. Und einige Meteorite hat man gefunden, Überreste davon, ganz normaler Chondrit. Das meiste ist in der Luft einfach in Staub zerrissen worden. Wir wissen heute aus Messungen, dass der kleine Asteroid oder Meteoroid ungefähr 20 Meter im Durchmesser war. Die Explosion, die Energie der Explosion war ungefähr 30 Mal so groß wie die der Hiroshima-Atombombe. Also das ist schon etwas, was man im Hinterkopf behalten möchte, dass solche relativ kleinen Körpern, den hat man nicht kommen sehen. Man wusste nicht, dass der kommt. Auf einmal ist der in der Atmosphäre explodiert. Was aber interessant war, man hatte tatsächlich einen anderen Asteroiden schon am Radarschirm und der mit dem schönen Namen 2012 DA14, der hätte am Abend dieses Tages bei der Erde in ungefähr zweifachen Erddurchmesser vorbeifliegen sollen. Und da gab am Anfang es die Nachrichten, ja, die Leute haben sich verrechnet, der ist früher gekommen und doch mit der Erde kollidiert. Nein, nein, es war ein anderer Körper, von dem man nichts wusste. Und hier sind die Bahnen im Raum, hier ist eben dieser 2012 DA14 und hier ist der Tscheljabinsk, kommt aus einer ganz anderen Richtung. Und zufälligerweise, das Grüne hier ist die Erdbahn, das Blaue sind diese beiden Meteoroide oder Asteroiden, zufälligerweise haben sich alle drei hier gekreuzt am selben Tag des Jahres 2013. War aber ein Zufall. Naja, jetzt glaubt man, gut, 2013, vorher war einer 1908. Wie oft kommt sowas denn vor? Na, viel öfter, als man denkt. Und hier haben wir ein sehr interessantes Diagramm, das sehr nett bezeichnet wird als so Fireballs bei US Government Sensors, das heißt Spionagesatelliten und ähnliche Dinge, die dann deklassifiziert werden. Man sucht natürlich nach Explosionen, aber man kann ja nicht nur solche, die von unten kommen, sondern auch solche, die von oben kommen, messen. Und so sieht man in der Zeit von 1988 bis 2020, wie viele dieser Explosionen hier in der Atmosphäre in einer relativ kurzen Zeit, das sind gerade mal ungefähr 30, knapp über 30 Jahre hier, passiert sind. Tscheljabinsk war einer der größten zu dieser Zeit, wenn nicht der größte hier, aber schon vor ungefähr eineinhalb Jahren war ein anderer großer, eine große Explosion, allerdings über der Beringstraße zwischen Alaska und Russland. Und das war eine unbewohnte Gegend, dort hat es niemand gesehen, nur durch Satelliten hat man das fotografiert, aber man weiß natürlich genau, wie groß und wie energetisch diese Explosionen waren. Also solche Dinge passieren auf der Erde und übrigens diese Explosionen der Erdatmosphäre, die sind natürlich völlig gleich verteilt. Also hier gibt es nicht denselben Effekt wie bei Impactkratern, wo das Alter des Gesteins und das Alter des Ozeanbodens und so weiter alles eine Rolle spielt. Also wir sind hier permanent einem Beschuss aus dem Weltraum ausgesetzt und manche davon können durchaus auf uns auch eine sehr negative Auswirkung haben. Ja, damit bin ich jetzt hier am Ende angelangt. Hier noch ein Blick vom Space Shuttle auf einen der Krater zurück auf der Erde, dass uns das Ganze auch in Relation setzen können. Und die Erde, der Mond, der sehr viele Spuren von Impakten zeigt, die Erde zeigt sie nicht ganz so gerne und freiwillig her, ist aber viel mehr Impakten noch als der Mond ausgesetzt. Und wir sollten die Gefahr, die von solchen Einschlägen ausgeht, durchaus auch ernst nehmen. Damit sind wir am Ende dieses Teils angelangt und am Ende der gesamten Vorlesungsserie über
die planetare Geologie an der Universität Wien und ich bedanke mich bei allen, die zugesehen haben, für ihr Interesse.